jetzt der offizielle Start der 12. Peira-Matinee. Piratenpartei grandios aufgestiegen, kläglich abgestiegen. Kommt da noch was? Oder man könnte auch sagen, ist die politische Blase der Piratenpartei jetzt geplatzt? Oder hat diese Partei noch eine große, große Zukunft vor sich? Wenn man dieses Thema diskutieren will, dann sollte man dieses natürlich mit den Repräsentanten der Partei diskutieren. Insofern freue ich mich, dass Stefan Körner zugesagt hat, heute Morgen mit uns über dieses Thema zu reden. Wenn ich das, was im Vorfeld passiert ist, in Bezug auf Ankündigung dieser Veranstaltung richtig interpretiere, dann gibt es einen großen Erwartungsdruck, Stefan Körner, dem du dich erstellst. Das finde ich gut. Und man muss allerdings sicherlich dazu sagen, dass wir das, was bei den Piraten passiert ist, mit einer Matinee nicht auf den rechten Weg bringen können, aber wir können darüber reden. Und das sollten wir heute Morgen auch in der Weise tun, dass das, was an Sichtweisen zu den Themen der Piraten zu sagen ist, zu den Schwächen der Piraten zu sagen ist, hoffentlich in wohlgesetzten, kontroversen Worten passiert. Es gibt hier heute Morgen nicht den Ring. Vielleicht sollten wir auch ein solches Element mal zukünftig mit einbeziehen, um Emotionen, die ja im Raum sind, auf eine andere Art und Weise abzubauen. Aber wir wollen heute im Sinne sozusagen unserer immer noch starken Anhängerschaft darüber reden, wie das positive Bild, was anfangs da war, von den Piraten möglicherweise wieder in Szene gesetzt werden kann oder auch nicht. Das hängt natürlich wesentlich mit davon ab, wie der jetzige Bundesvorstand mit dieser Situation umgeht. Um diese Diskussion, wie beschrieben, in der Art und Weise hier durchzuführen, ist es so, dass Stefan Körner von mir gebeten wurde, die drei Etappen, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in etwa 20 bis 30 Minuten aus seiner Sicht vorzustellen. Die markanten Dinge, die er jedenfalls sieht, bezogen auf die Phasen, als Diskussionsvorbereitung in den Raum zu stellen. Und anschließend haben wir hier die kleine Fischbowl-Situation. Es gibt zwei leere Plätze, die für diejenigen da sind, die sich in diese Debatte mit einschalten wollen. Ich bitte allerdings darum, dass ihr Verständnis dafür habt, dass die Redezeit für jeden, egal was er macht dann, ob er ein Statement abgibt oder ob er eine Frage stellt oder ob er ein Statement und eine Frage stellt, nur 3 Minuten sind. Ich werde jedenfalls darauf achten, dass wir dieses auch einhalten, damit möglichst viele zu Wort kommen. Und wenn dann viel übrig bleibt, dann könnte man ja die Veranstaltung auch fortsetzen. Ich habe jedenfalls den Eindruck, wenn ich die heutige Teilnehmerschaft so vor Augen habe, dass wir mit diesem Thema ja den Nerv der Partei getroffen haben, zu einem, glaube ich, richtigen Zeitpunkt. Weil jeder von uns trägt Zweifel in sich. Manche haben sich entschieden und sind rausgegangen. Andere sind noch dabei. Und insofern bin ich jetzt gespannt auf Stefan. Was sagst du, wie willst du mit anderen zusammen, alleine kannst du es nicht, die Partei retten? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, für die Möglichkeit, hier an der Diskussion teilzunehmen. Es ist tatsächlich so, ich alleine kann die Partei sicherlich nicht retten. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam das sehr wohl können. Ich würde gerne damit anfangen, mal so einen kleinen Rückblick zu machen, wie ich zu den Piraten gekommen bin und wie sich die Piratenpartei mir gegenüber oder für mich dargestellt hat. Ich kann mich daran erinnern, dass es 2006 eine kurze Pressemitteilung bzw. eine kurze Veröffentlichung bei Heise Online gab. Da stand sinngemäß, in Berlin haben ein paar Internetaktivisten eine Partei gegründet und das primäre Ziel der Partei sei,
Netzpolitik und digitale Bürgerrechte in die Politik zu bringen. Und da stand, die Partei heißt Piratenpartei. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, was für ein blöder Name. Nichts an diesem Namen war in dem Moment für mich positiv. Piraten ist etwas Negatives, es geht darum, anderen etwas wegzunehmen. Und ich dachte, okay, vergiss es, das wird nichts. Dann habe ich lange nichts mehr von den Piraten gehört. 2009 gab es dann einen Wahlkampf, erst zur Europawahl und dann vor allen Dingen zur Bundestagswahl. Und im Zuge dieser Bundestagswahl gab es von den Piraten plötzlich sehr interessante Plakate. Und es gab die Forderung, löschen statt sperren. Ich nehme an, ihr erinnert euch, 2009 hat von der Leyen gemeint, man müsse im Internet Stoppschilder aufstellen. Und die meisten von euch wissen, was ein DNS-Server ist und wie das Internet technisch funktioniert. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass das, was Frau von der Leyen damals gefordert hat, technisch absolut schwachsinnig ist. Ganz im Gegenteil, es ist kontraproduktiv. Jeder mit ein bisschen Ahnung wusste das. Und die Piraten haben das erkannt und haben genau das ganz sauber formuliert. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist der Name uncool, aber das, was die politisch wollen, hat Hand und Fuß, weil das Digitale immer wichtiger wird. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass irgendwelche ahnungslosen Politiker die digitale Welt kaputt machen, weil sie Angst haben. Und Politiker sind sehr oft von Angst getrieben. Also habe ich mich mit der Piratenpartei ein bisschen intensiver beschäftigt. Soll heißen, ich habe einen Mitgliedsantrag abgeschickt, bin zur ersten Veranstaltung, die dann anstand, hingegangen. Das war die Gründung eines Bezirksverbands. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ein Amt zu kandidieren. Das habe ich gemacht. Ich wurde gewählt, wie man das bei den Piraten halt so kennt. Und dann hatte ich mal ein Erlebnis, das sich tatsächlich nochmal mit dem Namen beschäftigt. Und zwar hatte ich ein Interview irgendwo im bayerischen Hinterland mit einem Journalisten, der mir erzählt hat, dass er sich daran erinnern kann, dass auf der Europawahlliste die Piraten bereits draufgestanden haben. Wir haben uns dann ein bisschen über Inhalte, über Ziele, über Perspektiven und so weiter unterhalten. Und ein paar Minuten später hat er gefragt, ob der Name nicht bescheuert ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich daran erinnern kann, wer sonst noch alles auf der Europaliste stand. Und seitdem bin ich davon überzeugt, dass selbst der Name dieser Partei genial ist. Wenn du einmal mit einem Piraten diskutiert hast, vergisst du das nie wieder. Diese ganzen drei Buchstabenparteien sind völlig beliebig und austauschbar. Das heißt also, der Name ist schon mal etwas sehr Prägnantes, etwas sehr Auffälliges, etwas, was uns in der Vergangenheit definitiv immer wieder mal genutzt hat. Das ist heute noch so. Wenn du irgendwo anrufst in einem Wirtshaus und sagst, du bräuchtest ein Hinterzimmer oder einen Saal oder einen Raum für die Piratenpartei, der fragt dann nicht nach, der merkt sich das, das ist dann klar, das ist die Piratenpartei. Eindeutig, super. Also ist es gar nicht so schlecht. Ich habe dann erkannt, es wird ein bisschen die Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass der Name Piratenpartei halt dann auch tatsächlich in der Gesellschaft etabliert wird und bekannt wird. Unser damaliges größtes Problem war, dass niemand die Piratenpartei wirklich kannte. Also 2009 waren wir völlig unbekannt. Aber das haben wir hingekriegt. Wir hatten dann einen Wahlkampf, wir hatten ein respektables Ergebnis. Und dann ist etwas passiert, für mich, ich war inzwischen Landesvorsitzender in Bayern, die politische Arbeit dramatisch verändert hat. Und zwar gab es in Berlin einen Wahlkampf, der, wenn wir ganz ehrlich sind, unterstützt von der gesamten, vom gesamten Bundesgebiet. Also es waren unglaublich viele Leute hier in Berlin, die ich kenne, die Wahlkampf gemacht haben, die Infostände mitgemacht haben, Plakate aufgehängt haben und so weiter. Es war also tatsächlich ein Gemeinschaftswerk. Dieser Wahlkampf hat zu einem gigantischen Wahlergebnis geführt. Ich habe in der ersten Woche nach dem Einzug der Piraten in Berlin mehr Interviews gegeben, als in der gesamten zweijährigen Parteizugehörigkeitsgeschichte davor. Und ich glaube, das ging vielen anderen genauso. Wir waren plötzlich mitten im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit in diesem Land.
Morlang hat mal irgendwo formuliert, wir sind die sechstwichtigste politische Kraft in einem G8-Staat oder so. Fand ich witzig, war zum damaligen Zeitpunkt faktisch auch richtig. Das heißt, wir hatten ein politisches Gewicht. Und die Medien haben sich auf dieses politische Gewicht gestürzt. Die Medien sind hergegangen und haben uns haben über uns berichtet. Jede Diskussion, jeder Fehltritt, aber auch jedes kluge Statement war einen Bericht wert. Es gab Zeiten, da hat ein einziger blöder Tweet gereicht, um einen Spiegel-Online-Artikel zu erzeugen. Das kriegst du heute nicht mehr hin. Das kriegst du heute nicht mehr so leicht hin. Okay. Wir hatten also eine Phase, in der wir gehypt wurden. Wir waren wichtig, wir wurden in der Berichterstattung erwähnt, wir wurden gefragt, was wir zu beliebigen Themen sagen oder zu ganz, ganz vielen Themen sagen. Wir hatten das Gefühl, wir sind in der Tagespolitik angekommen. Von diesem Hype getragen sind wir in 3 weitere Landesparlamente eingezogen. Das wisst ihr alle. Und dann ist dieser Hype abgerissen. Die Welle, auf der wir da geschwommen sind, ist verebbt. Und wir hatten so das Gefühl, wir stehen plötzlich im Regen da. Es wurde unglaublich ruhig. Wir haben die gleichen Wahlkämpfe gemacht wie vorher. Vielleicht manchmal mit Plakaten, die doof waren. Also ich glaube, wir sind uns inzwischen einig, die Whiskas-Werbung, die Piraten in irgendeinem Bundesland mal gemacht haben, die war suboptimal, weil die Leute nicht erkannt haben, dass es Werbung für die Piratenpartei ist, sondern sich gefragt haben, warum Milka jetzt Plakate im Wahlkampf aufhängt. Solche Fehler haben wir halt dann gemacht. Aber Fakt ist, wir haben trotzdem weiter ambitioniert Wahlkampf gemacht. Auch der letzte Wahlkampf, den ich gesehen und begleitet habe in Hamburg, hat sich von dem in Berlin nicht wirklich unterschieden. Und trotzdem kommen wir in den Wahlergebnissen nicht entsprechend vor. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, woran liegt es und was können wir tun? Und das ist jetzt meine persönliche Sicht und um die wurde ich ja gebeten. Ich habe das Gefühl, dass wir angefangen haben zu glauben, wir müssen uns zu jedem Thema äußern. Wir sind die Partei, die zu jedem Thema etwas sagen muss. Und damit haben wir das Aufmerksamkeitsfenster, das nach dem Hype noch da war oder auch heute noch da ist, überspannt. Wenn von einer Partei, die nicht wirklich wichtig ist, jeden Tag 20 Pressemitteilungen im Postfach eines Journalisten eintrudeln, dann hört er irgendwann auf, das Zeug zu lesen. Ich glaube, unsere derzeitige Chance ist, die geringe Aufmerksamkeit, die wir noch kriegen, und auf die komme ich gleich nochmal, dazu zu nutzen, um uns tatsächlich auch wahrnehmbar, bemerkbar zu machen. Soll heißen, als dieses Trio von Bundesministern, von denen ich immer einen nicht zusammenkriege, die digitale Agenda vorgestellt hat, haben Journalisten die Piraten gefragt, was sagt ihr dazu? Hat das Hand und Fuß? Wo sind da die Schwachpunkte? Wo sind die Fehler? Also die wollten von uns eine technische Analyse dieser digitalen Agenda. Die haben wir geliefert. Die digitale Agenda ist Bullshit, aber das war eh klar. Wir haben dann auch gezeigt, wo. Als Dobrindt vor kurzem seine Mautpläne vorgestellt hat, bei der es darum geht, dass man eine digitale Infrastruktur im Hintergrund braucht und Dobrindt so unvorsichtig war, zu versprechen, es gibt den härtestmöglichen Datenschutz. Wir fragen uns, wofür oder für wen das dann härtestmöglich ist. Aber er hat gesagt, da gibt es einen härtestmöglichen Datenschutz und sofort gab es Journalisten, die bei uns gefragt haben, was ist darunter zu verstehen und wo sind die Gefahren? Also wenn es um Themen geht, für die diese Partei 2006 mal gegründet wurde, nämlich die digitale Revolution in die Politik zu bringen, werden die Piraten auch heute noch bundesweit gefragt, was sie dazu sagen. Zu allen anderen Themen spielen wir im Augenblick, so leid mir das tut, keine wirkliche Rolle. Und mein Vorschlag wäre, lasst uns dieses Aufmerksamkeitsfenster oder diesen Aufmerksamkeitsspalt, den wir haben über die digitale Revolution, die von der wir wissen ja sowieso mit das wichtigste Politikfeld der nächsten 30 Jahre sein wird, dazu nutzen, um wieder Aufmerksamkeit für unsere Partei zu generieren. Weil wo wir politisch stehen,
darüber können wir vortrefflich streiten. Ich kann mich erinnern, links oder sozial, eine unendliche Diskussion. Aber wo wir politisch stehen, das haben wir doch längst entschieden. Das lässt sich doch aus unseren ganzen Parteitagsbeschlüssen ableiten. Darüber zu streiten und da Nuancen ausloten zu wollen, um einen Kleinkrieg in der Partei zu führen, ist völlig sinnfrei. Wir sind eine Partei, die um die soziale Gerechtigkeit bemüht ist. Und wir sind die Partei, die dafür gegründet wurde, die digitale Revolution in die Politik zu tragen. Und ich würde genau das gerne machen. Lasst uns um das, um die Netzpolitik, um die digitale Politik kümmern. Lasst uns dafür sorgen, dass wir wahrgenommen werden, dass wir wieder gewählt werden, dass wir in den Parlamenten wieder vertreten werden und vertreten sind. Weil dann können wir wieder Politik machen, die dem entspricht, was unsere Mitglieder und unsere Parlamentarier an politischen Inhalten vertreten. Und was das ist, kann man aus unseren Parteitagsbeschlüssen wunderbar ablesen. Danke für die ersten Ausführungen. Du hast ja auch danach weitere Gelegenheit. Die Zuspitzung auf das Thema der digitalen Revolution und der Folgen dieser ist richtig. Aber die Menschen werden wir nur mitnehmen, wenn sie verstehen, was das für ihr Leben bedeutet. Insofern schwingen natürlich in diese Debatte hinein alle Fragestellungen, die wir kennen. Liberal, konservativ, links etc. Und wenn wir sozusagen wenn wir neue Begrifflichkeiten entwickeln wollen, um uns abzusetzen von den anderen, können wir trotzdem die Bezüge zu diesen tradierten Vorstellungen, was ein jeder mit diesen Begriffen verbindet, nicht wegdrücken. Wir müssen Antworten finden. Also bei der digitalen Revolution ist die große Frage. Natürlich werden wir uns nicht gegen den Fortschritt wenden wollen. Das war ja ein Credo der Piraten. Aber was passiert sozusagen aufgrund der Freisetzung von Menschen durch die digitale Revolution? Wie verhalten wir uns zu der berühmten Grundsatzfrage, bist du für das BGE oder bist du nicht dafür? Dem können wir uns nicht entziehen. Dazu müssen wir eindeutige Antworten haben, weil wir sonst nicht überzeugend sind. Okay, ich glaube, es ist hinlänglich bekannt, dass ich dem Thema BGE kritisch gegenüberstehe. Um es deutlicher zu formulieren, ich bin noch heute nicht davon überzeugt, dass dieses Konzept in der Form, jeder bekommt 1.000 Euro oder mehr, so einfach funktioniert. Ich muss allerdings zugeben, dass die Sozialsysteme, die wir heute haben, am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen sind. Die wurden in den letzten Jahren mit allen möglichen Tricks massiv kaputt gemacht und sind nicht mehr zukunftsfähig. Das heißt, die Diskussion darüber zu führen, ist sehr, sehr sinnvoll. Also ich glaube, meine Haltung und meine Skepsis gegenüber dem Thema BGE ist hinlänglich bekannt. Ich versuche aber immer wieder mal zu gucken, wie war das in der Vergangenheit bei anderen Parteien. Und wenn man sich die Geschichte und die Entwicklung der Grünen anschaut, dann wird die zwar überwiegend als die Umweltschutzpartei wahrgenommen. Wenn man sich das aber dann mal genauer anschaut, dann sieht man, dass die Grünen im Grunde aus drei Strömungen entstanden sind. Da gab es einmal die Umweltschutzbewegung, da gab es die Friedensbewegung und da gab es die Gleichberechtigungsbewegung. Und diese drei Strömungen haben am Ende die Partei geformt und mit Inhalt gefüllt. Und bei den Piraten wird man wahrscheinlich irgendwann später genau das Gleiche feststellen. Vielleicht sind es dort nur zwei verschiedene Strömungen. Und möglicherweise ist BGE, also der Kampf für ein neues Sozialsystem, diese zweite Säule, die eben parallel zum Thema Netzpolitik steht. Dann mag das so sein, dann ist das durchaus okay. Das bedeutet aber dann nicht, dass ich jetzt ab sofort jemand sein muss, der BGE bei jeder Gelegenheit fordert. Was ich aber in der Vergangenheit sehr, sehr deutlich gemacht habe, ist, ich habe jedem den Raum gelassen, für diese Themen zu kämpfen, die ihm wichtig sind. Und wenn jemand ein BGE als wichtiges Element in der politischen Arbeit sieht, dann kann er das gerne auch vertreten, ohne dass er irgendwie Angst haben muss, dass ich ihm da irgendwie in die Quere komme. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe und die Anforderung, die man an einen Vorsitzenden haben kann. Ich stelle noch eine Frage und dann bitte ich auch natürlich um aktives sich hineinbegeben in die Diskussion mit
Stefan. Ich komme nochmal zurück, dass du sagst, wir können sozusagen als nicht mehr relevante Partei nicht die Presse mit unseren Erklärungen bedienen, weil das bei denen eigentlich nur noch Langeweile erzeugt. Das ist zum Teil richtig, weil ich diese Medienreaktionen recht gut aus meiner vorhergehenden Tätigkeit kenne. Was ich allerdings, was ja damit verbunden ist, nicht richtig finde, ist Folgendes. Die Verengung auf eine kleine Programmatik. Also die Piraten zunächst angefangen mit der These, wir sind die, die Fragen stellen. Das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das nicht trägt. Wenn man als politische Partei antritt, dann erwarten die Wähler, dass ich Antworten auf die zentralen Fragen meines Lebens habe. Sonst hat man irgendwas falsch gemacht. Sonst soll man möglicherweise eine NGO werden oder eine soziale Bewegung, die eben sagt, wir verengen uns auf einen kleinen Ausschnitt von politischer Programmatik. Es war ja Gott sei Dank auch nicht so. Bernd Schlömer, der heute auch hier ist, hat 2012 nach dem großen Wahlerfolg in Berlin gesagt, und nun wollen wir ein Vollprogramm machen. War völlig richtig. Nach 6 Jahren einer Parteigründung diese Aussage zu machen, ist ja sowieso schon ziemlich spät. Und insofern ist, denke ich, die Notwendigkeit nach wie vor da, dass von einer Partei, die sich bewirbt um Landesmandate und natürlich auch ja in Europa tätig ist und an Bundestagswahlen denkt, dass sie sich nicht auf dieses Kernthema, wir sind die Spezialisten für die digitale Revolution, beschränken darf. Weil was wird bei diesem Thema hauptsächlich bei den Menschen verstanden? Die weitere Roboterisierung, Freisetzung von Arbeitskräften sehen die meisten noch nicht, weil sie Hoffnung haben, irgendwie geht es weiter. Es wird verstanden Überwachung. Mit der Überwachung können wir nicht punkten, weil wir selbst da auch nicht immer ganz eindeutig waren, am Beispiel Snowden jedenfalls. Und insofern haben wir wenig Anziehungskraft, wenn wir uns das nur sozusagen auf diese Thematik beschränken. Ich werde gestützt durch der Joachim Paul, hatte ja neulich ein schönes Statement abgegeben. Daraufhin wurde er natürlich interviewt. Und Herr Alemann, ein Wissenschaftler aus Nordrhein-Westfalen, hat eben gesagt, ich habe keine Hoffnung mehr für die Piraten. Ich weiß nicht, ob er jemals Pirat war, aber jedenfalls sagt er als Wissenschaftler, die Piraten kann man abschreiben, weil sie sich verengt haben auf so ein Mini-Programm und insofern ihre eigene Relevanz weiter abbauen. Naja, was Wissenschaftler zum Thema Piratenpartei sagen, ist nach meinem Gefühl inzwischen relativ beliebig. Also ich habe Wissenschaftler gelesen, die sagen, wir haben es nicht geschafft, Antworten zu liefern. Der Typ hat unser Wahlprogramm nie gelesen. Ich habe einen Wissenschaftler gehört, der meinte, es sei ein Fehler gewesen, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Inhalte auch tatsächlich zu formulieren. Auch Bullshit. Ich glaube, dass wir sehr wohl eine Möglichkeit haben, wenn wir uns konzentrieren auf Themen, die wichtig sind. Und es wird natürlich eine Herausforderung sein, dafür zu sorgen, diese Bedeutung auch in der Gesellschaft zu manifestieren und zu verankern. Aber wenn man es mal ein bisschen genauer betrachtet, Netzpolitik bedeutet ja nicht, ich bin für die Reihen füllen sich, ich bin für Netzneutralität und das war's. Sondern das spielt ja in allen Lebensbereichen eine Rolle. Wenn ich heute hergehe und sage, wir fordern mehr Transparenz vom Staat, dann kann ich das deswegen, weil es eine Infrastruktur gibt, die mir den Zugriff auf Daten in unglaublicher Größe und Geschwindigkeit überhaupt erst ermöglicht. Das hat das Netz gebracht. Wenn jetzt jemand hergeht und das Netz tötet, dann wird es auch diese Form der Transparenz nicht mehr geben. Das Thema Bürgerbeteiligung. Wir sind uns nicht alle einig, welches Tool das Beste ist, um mehr Beteiligung zu realisieren. Aber wir sind uns alle einig, dass mehr Beteiligung wichtig ist, damit eben nicht das Ergebnis eines politischen Prozesses das Unwort des Jahres Wutbürger ist. Auch dazu braucht man eine digitale Infrastruktur, weil die das überhaupt erst ermöglicht. Die Leute, du hast es gerade gesagt, die Leute haben ein bisschen Angst vor Überwachung.
Die Leute werden noch viel, viel mehr Angst vor Überwachung bekommen, wenn sie anfangen zu realisieren, dass sie in eine Welt driften, in der jeder alles über einen mit zwei Mausklicks erfahren kann. Dann wird das große Erwachen kommen. Und dann wird man jemanden suchen, der dafür Lösungen und Antworten verspricht. Und das tun die Piraten. Wenn ich mir anschaue, dass die Fraktion in Schleswig-Holstein eine Klage gegen Google anstrengt, wenn ich mir anschaue, dass wir die europäische Datenschutzrichtlinie kritisieren, weil sie zu lax ist und so weiter. Also wir liefern genau auf diese Themen Antworten. Und nochmal, ich sage nicht, dass wir kein Vollprogramm brauchen. Ich sage aber, dass es keinen Sinn macht, 50 oder 60 Plakate zu drucken, die alle irgendeinen beliebigen Spruch aus unserem Programm enthalten, um zu hoffen, dass der Wähler sich das Richtige raussucht und sagt, oh, das ist geil, die nehme ich. Das wird nicht funktionieren, Kampagnen funktionieren anders. Wir müssen anfangen, uns auf bestimmte, greifbare oder für uns wichtige Themen zu konzentrieren, diese Themen in den Mittelpunkt stellen, dafür saubere Kampagnen machen und dafür sorgen, dass wir damit auch wahrgenommen werden. Dann können wir am Ende auch wieder Politik, und zwar auch Sozialpolitik, Friedenspolitik und whatever Politik machen. Das ist der Weg dahin. Und jeder stellt sich bitte auch vor. Ja, Martin Hase. Ich greife das mal auf. Du hast jetzt auch gerade von Beteiligung gesprochen und das ist natürlich was, was mich umtreibt, weil ich ja nun auch zu einer bestimmten Zeit in dieser Partei auch ständig nachgefragt worden bin. Ich war also wiederholt bei der Bundeszentrale für politische Bildung als Podiumsdiskutant. Ich war beim Beamtenbund und so weiter. Also alle wollten was hören von Piraten über neue Form der Beteiligung. Und das wollten wir nicht hören, weil jetzt die Piratenpartei gesagt hat, ja, wir sind für mehr Beteiligung. Das sagen auch andere, das sagt zum Beispiel auch die SPD und wird deshalb gerade nicht eingeladen, sondern weil wir da was hatten. Das hat die Leute einfach wahnsinnig interessiert. Es wurde diskutiert innerhalb der Piratenpartei und es gab auch tatsächlich Anstrengungen, eine Mitmachpartei zu sein. Und das ist jetzt völlig vom Tisch. Also ich meine, ich werde nicht mehr eingeladen. Und auf Nachfrage heißt es, naja, das ist jetzt vorbei. Also die Piratenpartei macht ja nichts mehr auf dem Gebiet. Und das finde ich sehr schade. Und da bin ich auch der Meinung, vielmehr, man kann die Frage stellen, wie kommt das? Warum ist das aufgegeben worden? Warum ist man völlig raus aus dem Bereich Mitmachpartei? Also es wird ja nichts mehr gemacht. Es gibt einmal im Jahr jetzt einen Parteitag, der findet in der Ferienzeit statt für 12 Bundesländer. Und das ist die einzige Möglichkeit, sich zu beteiligen. Das kann es ja nicht sein. Also wenn es um die Zukunft der Piraten geht und was da noch kommt, dann muss es natürlich auch darum gehen, wie findet die Beteiligung auch innerhalb der Partei statt. Denn ich denke, das muss man vorleben, wenn man sagt, wir sind für mehr Beteiligung. Das kann nicht einfach nur eine Forderung an die Politik sein. Das muss man eben auch in der Partei vorleben. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Bundesinstanz von Liquid Feedback inzwischen nur noch vor sich hin dümpelt. Es ist niemand mehr in dieser Partei da, der sich tatsächlich darum kümmern will. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich gesagt habe, Liquid Feedback muss weg, sondern es ist offensichtlich den Leuten nicht wichtig genug. Da kann man jetzt Ursachenforschung betreiben. Was wir gemacht haben, war der Versuch, ein alternatives System zur Verfügung zu stellen. Wenn den Leuten das eine nicht gefällt, vielleicht ist es ja ein anderes. Der Gedanke war, wir bringen BEO voran. Wir haben versucht, BEO auf den Weg zu bringen und haken im Augenblick daran, dass es eine Auseinandersetzung mit dem Bundesschiedsgericht darüber gibt, ob wir Mitgliedern die Beteiligung erlauben müssen, ohne dass sie sich irgendwie nochmal verifizieren. Das ist jetzt eine juristische Diskussion, an der diese Beteiligungsform, die vom letzten Bundesparteitag gewünscht und abgestimmt wurde, im Augenblick hakt. Das ist traurig, aber das ist in dieser Partei Realität. Das liegt aber, wie du sicherlich weißt, auch in Berlin, nicht daran, dass der Vorstand das nicht will, sondern dass es einfach unglaublich mühsam ist, sich immer und immer wieder mit Themen zu beschäftigen, in Systemen Abstimmungen einzubringen oder Vorschläge einzubringen, an Abstimmungen teilzunehmen und so weiter. Und dass es offensichtlich ermüdend ist, Politik zu machen. Ich finde das schade.
Ich habe versucht, Angebote zu machen und ich werde das auch in Zukunft tun. Aber leben müssen wir die Mitmachpartei tatsächlich als Partei und nicht als Vorstand. Ich kann nur oder wir können nur Angebote machen, genau das haben wir getan und werden das auch mit Sicherheit in jeder Form in Zukunft weiter tun. Ja. Danke. Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender für die Piratenfraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir waren mal 20, einer ist uns in Richtung Union verloren gegangen, wir sind jetzt noch 19 und sehr umtriebig. Leider wird das nicht so wahrgenommen und ich muss das aufs Schärfste kritisieren. Ich hätte gerne einen Orangenpopschutz hier. So. Ich hab mir vorhin auch jetzt gedacht. Jetzt ist eben in der Abschlussdebatte, das Rainer, ist die Zukunft. Ja, Rainer und Stefan, das Wort von diesem Politikwissenschaftler Professor Ahlemann gefallen. Ich glaube, ich will da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ich will das mal aufklären. In der Halbzeit 2012 bin ich 2 Monate nach dem Einzug in den Landtag in den Düsseldorfer Industrieclub eingeladen worden zu einer Podiumsdiskussion. Das war zwei und zwei, also einer und ein Moderator. Und zwar war mein Kontrahent, der Meinhard Miegel, der Vordenker der Union, der sich auch im sozialen und im Zukunftsbereich mit seinem Denkwerk Zukunft der versuchten Namen zu machen und moderieren sollte, Herr Ahlemann. Am Tag vorher rief Herr Ahlemann noch meine Sekretärin an und sagte, wir führen da ein lockeres Gespräch, der Herr Paul braucht sich nicht vorbereiten. Ich kam dann dahin. Die beiden waren vorbereitet, ich allerdings auch, und der Moderator war extrem parteiisch. Und jetzt komme ich auf die entscheidende Frage. Die Taktik von Herrn Miegel bestand darin, die Piraten als Klientelpartei zu versuchen zu diskreditieren. Ihr seid doch die Partei der Freiberufler, Internet und so weiter und so fort, und die anderen großen, wichtigen sozialen Dinge interessieren euch nicht. Ihr seid eine Klientelpartei, genau wie die FDP, die jetzt, ich sag mal, für Zahnärzte und Hoteliers. So als Beispiel. Ich habe mich demgegenüber dann massiv verwehrt und bekam Unterstützung von Unternehmern aus dem Publikum. Einer sagte, wenn ich den Herrn Paul so höre, dann glaube ich, dass ich richtig gewählt habe. Der hatte uns gewählt, ob er es jetzt noch tut, weiß ich nicht. Und zwar führt das auf die Frage, die der Stefan auch angesprochen hat. Wenn wir jetzt feststellen, dass die Digitalisierung und auch die Robotisierung tatsächlich alle Lebensbereiche umfasst, dann sind wir ausgehend von unserem Kernthema, glaube ich, mehr als gezwungen, uns auch zu diesen Lebensbereichen zu verhalten und den Leuten dort eine Perspektive zu bieten, dort sowas wie eine Zukunftsvision zu zeigen. Und ja, und wir hatten ja, du hast es selber angesprochen, die digitale Bullshit-Agenda, die man aus technischen Gründen schon alleine bezeichnen kann, die hat ja 2 Wurmfortsätze. Es gab in Baden-Württemberg von Kretschmann eine Regierungserklärung von dem grünen Ministerpräsidenten zum Thema Heimat High Speed High Tech. Und im Januar hat Frau Kraft in NRW nachgelegt mit Megabits, Megahertz, mega stark. Die Journalisten in NRW haben mit den Augen gerollt und mein erster Gedanke nach der Pressekonferenz von Frau Kraft und Frau Löhrmann war, was hat der Texter von Frau Kraft an dem Morgen geraucht? Ja, also, ja, sorry, das ist jetzt mein Handy. Das ist jetzt zwar unser Fraktionsgeschäftsführer. Ich sehe, da wird gearbeitet. Das finde ich gut am Sonntag. Der Punkt ist der, wir müssen jetzt quasi von unserem digitalen Kerngeschäft aus die anderen Dinge erobern. Und wenn man hört, was nicht nur in der digitalen Agenda der Bundesregierung, sondern auch in der von Frau Kraft und von Herrn Kretschmann zum Thema Digitalisierung aller Lebensbereiche gesagt wird, dann sind das ausschließlich Geschäftsmodelle. Und wir können davon ausgehen, was jetzt die Durchdringung des Lebens angeht, haben wir Piraten ja ganz sensible, auch persönliche Erfahrungen, dass wir dort besser Bescheid wissen, vielleicht mehr aus dem Gefühl als aus einem konkreten Wissen heraus. Und ich habe gestern auf der Herfahrt hierher eine wunderschöne Metapher mitgekriegt, gelesen in so einem Artikel von einem italienischen Soziologen. Wir haben jetzt dieses Neuland entdeckt und stehen an den Ufern des neuen Gestades und wundern uns über dieses neue Land. Und sind aber immer noch felsenfest, wie Kolumbus überzeugt, wir hätten den Seeweg nach Indien gefunden. Ich glaube, die Piraten sind die Einzigen, die wissen, dass das was ganz, ganz anderes ist. Und dass es alle Lebensbereiche durchdringen wird. Und wir hatten vorhin auch das Thema BGE. Das haben wir so aus dem Gefühl heraus, einen Aufschlag. Ich glaube, das war in Offenbach war es und nachher in Chemnitz gemacht. Ne? Ich kann dem Stefan da zustimmen. Das BGE als Insellösung wird nicht funktionieren. Aber wenn unsere Sozialsysteme immer noch an den Faktor Arbeit gekoppelt sind, die immer weniger wird, weil die maschinelle Produktivität steigt,
dann müssen wir uns auch als Piraten über die Sozialsysteme Gedanken machen. Und wenn dann das BGE oder BGE-ähnliche Modelle, ich finde das gut, dass wir Leute haben, die das kritisch sehen, weil das ist wirklich keine Insellösung. Ich kann nicht morgen jemand 1.000 Euro in die Hand drücken. Das ist das Helikoptergeldkonzept, das funktioniert nicht. Die Abwrackprämie ist ja im Prinzip so ein Mini-BGE für Autofahrer gewesen. Damals. Das wird so als insuläre Lösung nicht funktionieren. Du willst mich unterbrechen und abwürgen. Ja, auf jeden Fall. Lasst mich bitte zu versuchen, das zusammenzufassen. Ich glaube, die Digitalisierung ist unser Kerngeschäft und das digitale Leben. Aber wir müssen von diesem Kern aus, jetzt nicht im Sinne eines Vollprogramms, sondern Perspektiven klar machen für die Leute, wo auch die Chancen liegen in der Digitalisierung, auch im positiven Sinne. Das ist das eine. Und wenn ich dann feststelle, letzter Nebensatz, wenn ich dann feststelle, die neoklassische, neoliberale Wirtschaftsauffassung tritt genauso wie die marxistische in die Wachstumsfalle bei einer Dienstleistungsgesellschaft. Wie weit will die denn dann noch wachsen? Ich kann meine Dienstleistung als Friseur ja nicht rabattieren, das geht nicht. In dem Moment spielt für mich auch die politische Richtung keine Rolle mehr. Und da ist dieser alte Slogan, wir sind nicht da und da, wir sind vorne, eigentlich richtig. Und es gilt, diese Visionen positiv für die Leute nach draußen rüberzubringen. Danke. So, also doch eine Bemerkung dazu. Der Inhalt war gut. Die anderen, die jetzt ebenfalls Statements abgeben wollen, sollten sich daran orientieren, aber das in kürzerer Zeit. Bitte, stellst du dich auf. Ja, mein Name ist Georg von Borowiceni. Ich bin BVV-Vertreter für Steglitz-Zehlendorf bei den Piraten. Ich möchte das mal nicht über Statement machen, sondern über ganz konkrete aktuelle Politik. Wir werden nächstes Jahr hier einen heftigen Wahlkampf haben und hoffen und müssen was tun, damit wir da auch reüssieren. Jetzt so meine Fragen auch an Sekor. Zum einen, nenn mir bitte drei Themen, wirklich unterschiedliche Themen, die die Bundespartei jetzt mal intensiv erarbeiten und veröffentlichen will, die aber auch so sein müssen, dass zum Beispiel unser Geburtstagskind, der jetzt ist draußen und raucht, das auf die Ebene der Landespolitik und ich und alle anderen, die aus den BVVs hier sind, auf die Ebene der Lokalpolitik runterbrechen können und als piratische Position den Leuten klar machen können. Und da müssen diese Themen wirklich am konkreten Lebensumfeld der Leute orientiert sein. Hier in Berlin heißt das Wohnen zum Beispiel derzeit. Das heißt Flüchtlinge, die Aufnahmekapazitäten, die Möglichkeiten, die wir haben, denen hier ein würdiges Leben zu verschaffen und so weiter. Also das ist das, was meines Erachtens jetzt gebraucht wird. Wir brauchen Themen, die in die Lebenswirklichkeit reingehen. Ob die nur von der digitalen Agenda ausgehen oder von woanders, ist diskussionswert. Okay, also drei Themen, die in allen politischen Ebenen relevant sind. Transparenz, Beteiligung, Datenschutz. Hast du drei Themen. Die sind in allen Ebenen wichtig, die lassen sich in allen Ebenen darstellen und es ist in allen politischen Ebenen eine Möglichkeit, piratische Inhalte tatsächlich zu vertreten und voranzubringen. Und ich will gerne noch zwei Sätze dazu sagen, warum ich nicht glaube, dass wir einen Wahlkampf damit gewinnen, dass wir sozialen Wohnungsbau fordern. Weil das fordert sowieso die Hälfte des politischen Spektrums. Wir haben das in Hamburg gesehen. Die Hamburger haben einen unglaublich ambitionierten Wahlkampf geführt. Die Hamburger haben Themen gesetzt, die in Hamburg extrem wichtig sind. Und das Ergebnis war 1,6%. Es ist also offensichtlich nicht möglich, mit einem guten Wahlkampf, mit den Themen, die die Leute interessieren, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie die Piraten wählen sollen. Die Grünen haben es damals anders gemacht. Die Grünen sind nicht hergegangen und haben gesagt, wir fordern sozialen Wohnungsbau, sondern die sind sogar in den Städten hergegangen und haben gesagt, die Wälder werden alle sterben. Und haben dafür gesorgt, dass die Leute irgendwann alle verstanden haben, dass das Thema Umweltschutz so eklatant wichtig ist, dass man die Grünen selbst dann wählen muss, wenn sie von Wohnungsbau keinen Dunst von Ahnung haben. Und genau das müssen wir auch schaffen. Unsere Aufgabe ist es nicht,
Positionen zu finden, die möglichst vielen Leuten gefallen. Unsere Aufgabe als Partei ist es, eine politische Agenda zu haben und diese politische Agenda auch nach vorne zu bringen. Und jetzt nochmal die drei Themen: Transparenz, Beteiligung, Datenschutz. Auf allen Ebenen immer wichtig. Eine kleine Nachfrage. Wie willst du oder wie wollen wir alle verhindern, dass unsere Themen von den anderen Parteien gekapert werden? Das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich kann mich daran erinnern, 2009 hatten wir Piraten definitiv bei vielen verschiedenen Gelegenheiten gesagt, das Beste, was uns Piraten passieren kann, ist, wenn alle anderen Parteien unsere Themen übernehmen, weil dann haben wir unsere politische Aufgabe erledigt. Und heute haben wir Angst, dass sich irgendjemand hinstellt und sagt, ich fordere Transparenz. Bitte, das ist doch das Beste, was passieren kann. Als Seehofer sich hingestellt hat und am Ende des Interviews für das Heute-Journal gesagt hat, wir machen das transparent, Sie können das alles senden, hat er Werbung für die Piraten zur besten Sendezeit gemacht. Das war ein Höhepunkt der Wahlwerbung von einer anderen Partei für uns. Lass uns doch dafür kämpfen, dass man uns für bestimmte Themen wahrnimmt. Und wenn irgendein Idiot hergeht und sagt, hey, das Thema ist wichtig, dann denken die, okay, die Piraten haben doch recht, gewonnen. So, ich bin Sabine Martini aus Nordrhein-Westfalen und sitze da als Abgeordnete im Kreistag, mache also Kommunalpolitik. Was mir aufgefallen ist, Stefan, du hast vorhin das erwähnt mit dem, wir sind die, die die Fragen stellen. Oder du. Es ist egal, es hieß ja so. Was mir fehlt ist, es werden keine Fragen gestellt, auch von uns nicht. Und vor allen Dingen werden, ich bin noch nicht ganz fertig, und vor allen Dingen werden nicht die richtigen Fragen gestellt. Wenn man nämlich in dieser Zeit die richtigen Fragen stellt, impliziert das auch, dass man richtige Antworten entweder selbst geben kann mit Hilfe der anderen oder mit der Mitarbeit der anderen. Also die richtigen Fragen zu stellen in dieser Zeit, wo die Industrie 4.0 auf uns zukommt, wo ein Arbeitsplatz, wo Arbeitsplätze wegfallen, das ahnen wir noch gar nicht, wie heftig das wird und wie schnell das vor allen Dingen gehen wird. Das geht ganz gewaltig schnell. Es wird auch unsere gesamte Lebenswirklichkeit verändern. Das heißt, wir müssen Menschen mitnehmen, bei denen es an der Bildung, an allen Ecken und Enden hapert. Das heißt, auch da haben wir kräftig anzusetzen. Und dass man nicht über ein BGE reden kann, was noch nie wirklich vernünftig durchgerechnet worden ist, das fehlt auch. Das ist klar. Da kann man nicht sagen, wir wollen ein BGE, wenn die Steuerberater, die Juristen, die Volkswirte, wer auch immer, nicht mit am Tisch gesessen haben bei uns, wie in einer Enquete-Kommission, die wir ja wollten, und das einfach mal ganz sauber durchgerechnet und aufgerechnet hat. Ob es jetzt Kinder-BGE ist oder was auch immer. Wir werden es brauchen, denn wir müssen Arbeit anders bewerten. Wir können den menschlichen Wert, müssen aufhören, menschlichen Wert daran zu messen, wie verwertbar ist er in der Industrie, was bringt er. Das sind so meine Punkte dazu. Bei dem letzten Punkt sind wir vollkommen einer Meinung. Es ist tatsächlich so, dass es ein Unding ist, dass bei uns überwiegend nur Erwerbstätigkeit besteuert wird. Es fehlen eine ganze Reihe von Einkünften, die im Prinzip steuerfrei oder weitgehend steuerfrei sind. Da sind einige Ungerechtigkeiten, die man relativ einfach und relativ schnell lösen könnte. An einem anderen Punkt, ich kann mich daran erinnern, dass wir gesagt haben, wir sind die mit den Fragen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir gesagt haben, dazu haben wir noch keine Position. Und das war eine Zeit lang auch tatsächlich sexy. Das fanden Journalisten witzig und die Leser haben sich darüber amüsiert. Aber ich fürchte, dass das irgendwann tot ist, dass dieses wir stellen das mal in Frage irgendwann nicht mehr funktioniert, dass die Wähler eben von Politikern und von Parteien keine Fragen haben wollen, weil Fragen haben sie ja selber genug, sondern sie wollen Antworten. Und diese Antworten zu liefern, ist die Aufgabe einer Partei. Natürlich kann man am Anfang Fragen stellen, das haben wir getan. Wir haben uns überlegt, wie wir dazu stehen und haben Positionen dazu gefunden. Und ich glaube, wir sind jetzt einen Schritt weiter. Wir stellen keine Fragen mehr, sondern wir haben klare Vorstellungen davon, wir haben klare Vorstellungen davon, wie es weitergehen soll, und unsere Aufgabe ist es jetzt, das zu vermitteln. Und genau das werden wir tun.
Ich meine das anders, Stefan. Ich meine, die Fragen stellen, es gibt wieder neue Fragen. Die müssen gestellt werden, die müssen formuliert werden. Und die meisten wissen gar nicht, was sie für Fragen stellen sollen. In dem Moment, wo du die richtigen Fragen stellst, wird auch klar, wohin es geht und was gemacht werden muss. Das ist vollkommen richtig, aber das ist ein Prozess, der innerparteilich stattfinden muss. Es macht keinen Sinn, nach draußen zu gehen und zu sagen, wir haben keine Ahnung, was meintet ihr dazu? Aber ansonsten sind wir da einer Meinung. Stefan, ich komme auf deine Aussage, was es bedeutet, Wahlkampf zu machen. Du hast den Begriff verwendet, wir müssen kämpfen. Ich komme auf einen Punkt zurück, wo Mitglieder dieser Partei seit Jahren kämpfen gegen die aufkommende Nazi-Bewegung. Und aus meiner Sicht hat die Partei diese Menschen, die dafür kämpfen, dass das nicht übermächtig wird, falsch behandelt. Und ich denke, da ist Nacharbeit notwendig, damit wir unser politisches Spektrum nicht an einer falschen Stelle schließen. Ich muss das, glaube ich, nicht länger ausführen, wie virulent dieses Thema ist. Die Durchdringung von nationalem Geist in dieser im Grunde genommen reichen Gesellschaft. Und wenn ich mir vorstelle, wir steuern auf Krisen zu, dann wird dieses Thema übergewichtig. Und die Piraten sollten sozusagen mit dem, was sie da auf der Ebene intern falsch gemacht haben, nochmal ins Gericht gehen und sich möglicherweise auch entschuldigen bei vielen, vielen Menschen, die in die falsche Ecke mit falschen Begriffen belegt wurden. Okay, mehrere Punkte. Zum einen ja, es ist tatsächlich so, dass innerparteiliche Diskurse manchmal verabscheuungswürdig intensiv geführt werden. Es gibt Dinge, die in dieser Partei in Auseinandersetzungen passiert sind, für die ich mich zutiefst schäme. Das steht völlig außer Frage und das geht den meisten anderen auch so. Ein zweiter Aspekt in dem Themenkomplex ist, ich habe am Anfang ein bisschen unterschätzt, wie sehr das Thema Kampf gegen Rechts in Dresden eine Rolle spielt. Erst der Zulauf zu Pegida hat mir gezeigt, dass es in Dresden ein völlig, oder auch in großen Teilen von Sachsen, ein völlig anderes Verständnis mit dem Umgang mit Rechts gibt, als im Rest der Bundesrepublik. Wenn man sich anschaut, Pegida hat dort Riesendemonstrationen auf die Beine stellen können und in anderen bundesdeutschen Städten sind sie verhungert mit ihrem rechten Bullshit oder Dreck, den sie da von sich geben. Und das habe ich tatsächlich ein Stück weit unterschätzt. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich letzte Woche gelesen habe, dass Bayern als eines der Bundesländer gilt, in der rechtes Gedankengut am weitesten hoffähig ist. Also wir liegen auf Platz 4 bundesweit und die anderen drei Bundesländer sind Sachsen und noch zwei aus genau, wo es nachvollziehbar ist, weil Da war damals immer der Aspekt, okay, wenn man keine Ausländer kennt, dann hat man Angst vor Ausländern und deswegen lässt sich das vielleicht auf die Art und Weise als Gedankengut etablieren. Bayern ist aber mit der Erklärung nicht gedient, weil wir in Bayern einen völlig bundesdurchschnittlichen Ausländeranteil haben. Und das ist tatsächlich etwas, was mich erschreckt. Und ich kann mich daran erinnern, wie unfassbar grob ich ein Wahlplakat der CSU im Bundestagswahlkampf 2013 fand, wo stand, daheim oder wir sind wir oder so, und dann war da eine Gruppe von Bayern, die irgendwie einen Maibaum aufstellen, und das war so alles andere ausschließen, was nicht genauso ist wie wir. Das war die Message, die aus diesem Plakat rausgekommen ist, und das ist genau dieses Gedankengut und das will ich nicht. Nur vielleicht zum Verständnis, mein Bruder lebt in China, ist mit einer Chinesin verheiratet. Ich habe Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, um es so auszudrücken. Also mir vorzuwerfen, ich wäre rechts, ist in dieser Partei mehrfach passiert und ist einfach nur unfassbar grob und unfassbar dumm, wenn man keine Ahnung hat. Aber ich habe trotzdem ein Problem, wenn wir als Partei versuchen herzugehen und zu sagen, wir sind die Anti-Nazi-Partei.
Der Kampf gegen eine politische Strömung wird uns nicht tragen und bringt uns insgesamt nicht weiter. Aber wir sind gegen Nazis. Sind wir. Haben wir immer und immer wieder ganz, ganz klar und ganz, ganz deutlich positioniert. Und da gibt es keinerlei Frage oder Diskrepanz oder auch nur Irritation an der Stelle. Richtig. Und wenn irgendeiner auf die Bühne geht und irgendwas auch nur im Ansatz Rechtes von sich geht, dann stehen die Leute auf und verlassen den Saal. Und genau das ist die Piratenpartei, auf die ich stolz bin. Aber lasst uns die Partei nicht dazu nutzen, diesen einen Kampf zu fechten und alle anderen politischen Themen denen unterzuordnen, weil dann verlieren wir. Ja, Rainer, du hast ja jetzt ein ganz neues Fass aufgemacht. Ich habe noch einige vor. Leider erst, nachdem ich mich hier vorgesetzt habe. Natürlich müssen wir als demokratische Partei, und das muss auch jede andere demokratische Partei, uns als Anti-Nazi-Partei verstehen, weil das, was die NPD, was auch die Pegida-Bewegung erreichen will, ist das Gegenteil von dem, was wir als demokratische Partei erreichen wollen. Deswegen ist auch, glaube ich, das, was wir heute hier auf jeden Fall noch besprechen müssen, in den letzten 2 Jahren der Umgang mit Menschen innerhalb dieser Partei, die sich gegen rechts engagieren, meiner Meinung nach das, woran die Piraten letztlich sich in die Situation manövriert haben, in der wir jetzt sind, mit den vielen Austritten auch von sehr aktiven Menschen, auch von Menschen, die wegen ihres Engagements bei antifaschistischen Organisationen einfach auch wissen, wie man Kampagnenfähigkeit erreichen kann. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, geht nochmal zurück auf das, was du vorhin mit Georg besprochen hattest. Das ist nämlich dieses, wenn wir es schaffen, dass die anderen unsere Position übernehmen, haben wir gewonnen. Ich befürchte, dass gerade genau das Gegenteil passiert. Also wir haben jetzt seit 1,5 Jahren den Beweis, dass das, was wir ja schon immer gesagt haben, Geheimdienste schnorcheln uns alle ab irgendwie, es gibt keine Privatsphäre mehr, das ist jetzt bewiesen. Das wissen wir jetzt und wir wissen, dass das nicht nur irgendwelche finsteren ausländischen Mächte sind, die uns da abhören bei allem, was wir tun. Es ist unser eigener Nachrichtendienst, der das macht. Und er macht das in krassem Widerspruch zu allen Gesetzen, die wir zu diesem Thema haben. Das heißt, letztlich hätte das einen wahnsinnigen Skandal produzieren müssen und das hat es nicht. Und ich fürchte, dass die Piratenpartei damit schuld dran ist, weil man hört immer wieder, ja, das ist jetzt natürlich blöd, aber diese Netzpolitik, die scheint ja niemanden mehr zu interessieren. Die Piraten finden ja nicht mehr statt. Oder als ein Sigmar Gabriel, ein Dieter Gorni zum Beauftragten für digitale Wirtschaft ernannt hat, wurde das so kommentiert, dass die SPD damit bewiesen hat, dass sie die Piraten-Ära ohne jegliche Kratzer überstanden hat. Also ich fürchte, dass jetzt gerade die Situation, in der die Piratenpartei steckt, unglaublich schädliche Auswirkungen auf die Netzpolitik hat. Und das hört man auch immer wieder von netzpolitisch bewegten Menschen. Die Piratenpartei hätte die Netzpolitik insofern zerstört, als dass jetzt alle glauben, weil die Piraten irgendwie bundesweit bei 1,5% rumdümpeln in den Umfragen, dass niemand mehr die Netzpolitik interessiert. Auch da wieder, wir werden als Netzpolitikpartei wahrgenommen und damit schaden wir nicht nur der Piratenpartei, damit schaden wir auch der Netzpolitik und das ist sehr schlecht. Nein, ich glaube nicht, dass wir als Partei der Netzpolitik starten, weil wir im Augenblick bei 1,5% liegen. Das zeigt nur, dass die Relevanz in der Bevölkerung im Augenblick nicht höher ist. Aber nochmal ein Vergleich mit den Grünen. Es gab mal einen GAU, der hieß Tschernobyl. Damals ist ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen. Was ist bei uns passiert? Die Leute haben eine Weile lang aufgehört, Pilze zu essen. Und ansonsten hat es den Grünen, nicht wirklich viel gebracht, weil Tschernobyl war 86 und 90 sind die Grünen aus dem Bundestag geflogen. Also das ist nicht so, dass da bei anderen das anders war. Und vor ein paar Jahren hat eine Welle ein Atomkraftwerk in Japan überspült. Also im Prinzip genau das Gleiche, was in Tschernobyl auch passiert war, nur mit einer anderen Ursache. Und plötzlich haben wir einen grünen Ministerpräsidenten.
Also wer jetzt hergeht und sagt, Netzpolitik ist tot, weil die Piraten bei 1,5% liegen, bitte, der hat nie gesehen, wie lange Prozesse in der Politik sind. Also wer Politik im Jahresrhythmus sieht, tut mir leid, der ist im völlig falschen Metier. Politik findet in Dekaden statt, wenn überhaupt. Ja, schönen guten Tag, Jens Müller, Landesverband Berlin. Ich wollte die Analyse, die vorhin betrieben wurde, noch ein bisschen ergänzen. Und zwar ist ja so gewesen, dass wir doch unsere Wählerschaft einmal aus Protestwählern erzeugt haben. Dann ganz klar wurde ja auch gesagt von den Leuten, sie haben eigentlich von uns nur erwartet, dass wir die alten Parteien kontrollieren, was passiert an Macht und das, was an Macht passiert, nach außen getragen wird. Und stattdessen, wir sind zur Macht gekommen und haben uns leider, und so wurde es auch von außen wohl wahrgenommen, und dann sind die Wähler auch weggelaufen, viel zu viel mit uns selbst beschäftigt, anstatt tatsächlich das zu machen, was wir als Vorschuss Vertrauen bekommen haben. Meiner Meinung nach wird es sehr lange dauern, bis wir zu diesem Punkt wiederkommen, dass die Leute uns das auch zutrauen, dass wir auch mit anderen Parteien kontrollieren können. Das sind die Stichworte Mitmachpartei auf der einen Seite und tatsächlich Schaffung von Transparenz, sicherlich auch BGE, aber ich denke, in erster Linie ist das, was wir, und dann ein Teil der Protestwähler, die einfach unzufrieden sind und egal, jetzt AfD gewählt haben und so weiter. Ich denke, da das wird einer der Aufgaben sein, dass wir es auch schaffen, wirklich wieder Vertrauen zu bilden und vertrauenswürdig nach außen zu erscheinen, um dass die Leute uns das auch zutrauen, dass wir tatsächlich Transparenz schaffen können. Und ich glaube, es wird gar nicht so großartig viel am Programm erwartet, denn das ist jetzt rückblickend für mich, war ein Großteil der Wählerschaft genau daraus diesen Leuten gebildet. Ja, stimme dir zu, ist es tatsächlich so, dass wir verschiedene Wählerströmungen oder Wählergruppen hatten in der Vergangenheit und dass beispielsweise die Protestwähler tatsächlich nicht, einen nicht unerheblichen Anteil gebildet haben. Allerdings hat man mir glaubwürdig versichert, dass Protestwähler nicht zurückkommen. Also das ist, du wirst gewählt, du wirst gehypt und in dem Moment kommen Protestwähler, weil die einfach das Gefühl haben, mit dieser neuen Partei können sie die Etablierten eins auswischen. Wenn dieser Hype abgeflaut ist, dann ziehen die Protestwähler weiter. Was mich am meisten anwidert ist, dass Leute, die uns gewählt haben, jetzt AfD wählen, weil das gerade die Möglichkeit ist, den Protest zum Ausdruck zu bringen. Und die werden dann da auch wieder abziehen und weiterziehen. Deswegen, ja, das Problem haben wir tatsächlich. Nur ich glaube halt, wir müssen uns eine Kernwählerschaft aufbauen. Und das wird so ähnlich sein, wie es bei anderen Parteien in der Vergangenheit eben auch gelungen ist, zu sagen, das ist der Themenkomplex, für den wir stehen. Der hat folgende Auswirkungen auf folgende Politikfelder. Und deswegen sind wir als Partei wichtig und bitten um eure Stimme. Und das ist die Überzeugung, nach der ich versuche, das voranzutreiben. Richtig. Und das Vertrauen haben wir tatsächlich ein Stück weit verspielt, weil wir, nachdem wir in den Parlamenten eingezogen sind, angefangen haben zu streiten, statt andere zu kontrollieren. Also das war etwas, was ich auch schon tatsächlich mehrfach gehört habe. Ist ein bisschen schade, aber da kann man vielleicht auch tatsächlich etwas korrigieren. Wir haben Parlamentarier hier, die sind an der Stelle dann einfach ein Stück weit gefordert. Ist aber nicht alles verloren. Ja, ich habe eigentlich zwei relativ separate Themen, aber ich glaube, sie lassen sich doch verbinden, und zwar mit dem Thema, irgendwie habe ich so den Eindruck, was so derzeit von vom Bundesvorstand kommt oder jetzt auch von dir hier in dieser Diskussionsrunde, sind eigentlich Worte, die sich ganz gut anhören, aber was mir halt total fehlt, sind einfach die Taten. Also wenn zum Beispiel jetzt hier davon gesprochen wird, dass wir ja hier politische Themen hätten, die relevant sind, dann sind das aber meistens, wenn es genannt wird, einfach nur Schlagworte, also wie zum Beispiel Transparenz oder Datenschutz, ohne dass wir wirklich konkret Antworten geben können auf die Fragen, die sich dann damit stellen. Also zum Beispiel, wie weit geht das? Wie wollen wir denn zum Beispiel, was wollen wir denn gegen Überwachung machen? Was können wir überhaupt machen? Und so weiter. Also mir fehlen einfach auch wirklich konkrete Konzepte, auch zum Beispiel, wie setzt man das überhaupt um, dass man halt nicht innerhalb von zwei Klicks sozusagen alles möglich erfahren kann über Leute. Das ist halt ziemlich schwierig, wenn die halt mehr oder weniger freiwillig ihre Daten überall teilen. So, ne? Und
das Problem ist, finde ich, dass es halt irgendwie seit Mai 2013, also seit dem Parteitag in Neumarkt, im Prinzip keine politische Entwicklung mehr gegeben hat, thematische Entwicklung mehr gegeben hat auf Bundesebene, weil wir nicht in der Lage waren, uns irgendwie einen Mechanismus anzuschaffen, der uns das erlaubt, auch außerhalb von einem oder zwei Parteitagen im Jahr. Und ja, also die politische Arbeit liegt halt irgendwie am Boden, habe ich so den Eindruck. Und was ich halt auch finde, du hast halt gesagt, der Berliner Wahlerfolg war für dich wichtig oder war auch für die Piraten insgesamt wichtig, das glaube ich auch. Und der Umgang in der Partei ist schlecht, finde ich auch. Und gleichzeitig hast du und Hermia habt euch halt gestern mit einer Gruppe getroffen, gegen die LMV hier in Berlin sich distanziert hat mit einem fast einstimmigen Beschluss. Also das ist halt, finde ich halt einfach, also ja, ich bin halt eine der letzten oder eine der wenigen aktiven Piraten, die es halt hier noch gibt. Und wir organisieren hier zum Beispiel auch gerade eine Strategiekonferenz für den Wahlkampf und da vergeht mir halt einfach alles, weil ich dann denke so, ja, was hat das für einen Sinn, wenn eigentlich die Bundespartei irgendwie gegen einen arbeitet, so kommt mir das halt vor. Ja, es tut mir leid, wenn der Eindruck entsteht, ich würde gegen dich persönlich oder gegen die Gruppe, für die du gerade an der Stelle sprichst, arbeiten. Aber ich glaube, ich habe alleine mit der Tatsache, dass ich die Einladung hier angenommen habe und gesagt habe, natürlich stehe ich für ein Gespräch in dieser Runde zur Verfügung, gezeigt, dass das eben nicht so ist. Und wenn eine andere Gruppe von Leuten, die das Parteiprogramm der Piraten mitgestaltet hat und Mitglied in dieser Partei ist, fragt, ob ich die Möglichkeit sehe, zu einem Stammtisch oder zu einer Veranstaltung zu kommen, dann sehe ich da im ersten Moment auch nicht die Notwendigkeit zu sagen, nö, mit euch rede ich auf keinen Fall. Sie sind Mitglieder, ihr habt sie nicht ausgeschlossen. Das funktioniert, hätte... Das funktioniert so nicht. Natürlich können wir hergehen und können den Krieg in dieser Partei weiterführen und können den Konflikt in diesem Partei möglichst hoch aufhängen und möglichst viel Energie da rein investieren. Aber das funktioniert nicht. Wir wollen Politik machen und zwar Politik gegen die anderen Parteien, nicht gegen die eigenen Leute. Und ich, nochmal, wenn mich jemand einlädt und fragt, ob ich zu einer Veranstaltung komme, dann sage ich erstmal, wenn das eine Gruppierung in dieser Partei ist, ja, ich bin der Vorsitzende der Piratenpartei. Und wenn einer ein Mitglied der Piratenpartei ist und mich fragt, ob ich zu einer Veranstaltung komme, dann kann ich nicht hergehen und kann sagen, nö, mit dir rede ich nicht. Also tut mir leid, das hat keinen Stil, das geht nicht. Und nochmal, ich wurde heftigst dafür kritisiert, dass ich die Einladung der Peira angenommen habe. Also wir haben offensichtlich in dieser Partei zwei oder drei oder vier verschiedene Strömungen, die sich alle nicht so besonders wohlgesonnen sind. Und wenn man von der einen eingeladen wird, dann kommt von der anderen Kritik. Ich werde das aushalten. Ich werde mich auch in Zukunft mit Leuten unterhalten. Ich werde mich Fragen stellen und werde versuchen, Antworten zu finden. Genauso wie ich es jetzt mache. Also ich nehme zur Kenntnis, dass die Leute, mit denen ich mich gestern Abend getroffen habe, die sind, die du innerhalb dieser Partei am weitesten weg von dir verortest und eigentlich gerne loshaben möchtest. Aber solange sie dabei sind, lass mich mit denen reden. Ich habe denen ja nicht versprochen, dass ich die Peira auflöse. Genauso wenig, wie ich der Peira versprechen werde, dass ich irgendjemand anders rausschmeiße oder auflöse. Das kann ich eh nicht. Also das ist nicht zielführend. Aber nochmal, ich bin der Vorsitzende dieser Partei und wenn Mitglieder dieser Partei mich fragen, ob ich zu einer Veranstaltung komme, dann halte ich es erstmal für meine Pflicht, dem zuzustimmen, solange diese Mitglieder eben Teil dieser Partei sind. Auch wenn sie in einem politischen Spektrum sind, das ich persönlich vielleicht fragwürdig finde oder toll finde. Das ist da erstmal unerheblich. Wenn du das etwas modifizieren würdest, ja, machst du es, glaube ich, einfacher. Es ist nicht die Pflicht, sondern die Freude, in einer Partei, die natürlich Strömungen hat, mit diesen Menschen zu reden. Wie soll sozusagen eine Partei motiviert werden, wenn sozusagen die Meinungsunterschiede nicht zugelassen werden? Insofern musst du dich hoffentlich, wie gesagt, mit Freude einer Parteidiskussion auch stellen. Sonst hast du einfach keine Chancen. Sonst verlierst du sozusagen weiter Mitglieder.
Und ich denke, ansonsten ist das jetzt soweit, glaube ich, klar. Du hast gesagt, du gehst hin. Ich kritisiere nur mit Pflicht, nein, sondern mit Freude. Ja, es ist tatsächlich so, dass manche Termine ein bisschen anstrengend sind im Vorfeld. Aber okay. Ich würde gerne aber noch einen anderen Punkt, auf den ersten Punkt deiner Frage auch noch kurz antworten. Ja. Wie soll man das Leben, also wie soll man diese politischen Schlagwörter Transparenz und Beteiligung und so weiter mit Leben füllen? Transparenz kann man sehr leicht mit Leben füllen und wir haben das in den verschiedenen Parlamenten auch gemacht. Patrick Breyer hat eine heftige Abreibung dafür bekommen, dass er Dokumente veröffentlicht hat. Er hat also Transparenz gelebt. Ich weiß, dass es auch in Berlin solche Dinge gab. Das funktioniert. Transparenz kann man einfach dadurch herstellen, dass man im Parlament ist, bestimmte Informationen hat und die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Fertig. Das ist so einer der Punkte. Es wurde gefragt, was kann man zum Thema Datenschutz machen? Wir haben Veranstaltungen organisiert, Crypto-Partys, also wo wir den Leuten gezeigt haben, wie funktioniert Verschlüsselung und wie kann man sicher kommunizieren. Wir haben die Veränderungen der Datenschutz, der AGBs von Facebook heftig kritisiert, weil die eben ein Schlag gegen die Privatsphäre und gegen den Datenschutz sind. Also man kann diese politischen Schlagworte sehr wohl mit Inhalt füllen und genau das tun die Piraten sehr erfolgreich. Oh, das ist aber, Michael, sehr souverän. Ja, Franziska Jentsch, vorstellen, genau. Ich bin ja erst nach der Berlin-Wahl dazugekommen. Also ich komme nicht aus der Netzpolitik und musste mich mit Datenschutz und Überwachung auch erstmal auseinandersetzen. Und für mich war dieses Konzept für den fahrscheinlosen Nahverkehr eigentlich eine Übertragung der Netzpolitik auf andere Bereiche. Und für mich, das wollte ich vor allem zu der Frau Martini sagen, für mich ist die entscheidende Frage eigentlich, die ich aus der Netzpolitik ableite, wer hat Zugang, wozu und ist das gerecht? Und dieser Zugang, Access, das ist für mich so der Schlüsselbegriff. Das wollte ich kurz einwerfen eigentlich. Ja, oh, Dennis Deutschkämer im Landesvorstand NRW. Ja, jetzt gab es unglaublich viele Punkte und ich glaube, ich werde mich noch bestimmt vielleicht einmal hinten anstellen, weil mir nicht alles einfällt jetzt ad hoc. Also es gibt ja, also das habe ich jetzt hier so rausgehört, wir haben sehr viel Zeit damit gerade verbracht, den Streit, nein, ich nenne es nicht Streit, die Diskussion. Die Diskussion um die Themen, genau, Diskussion war es ja auch, es war ja kein Streit. Die Diskussion um die Themen, welche Themen sind wie relevant und so weiter. Und wir hatten diese Diskussion oder wir führen diese Diskussion natürlich auch in NRW. Und da wird dann gesagt, okay, wir haben ein Vollprogramm und das ist gut so. Und das brauchen wir auch, denn wir brauchen tatsächlich auf viele Fragen dieser Welt eine Antwort. Natürlich mit dem piratischen Hintergrund, also wir haben ja irgendwie eine gesellschaftliche Vision auch. Und nur jetzt ist es die Frage, welche Themen sind das Zugpferd für andere? Wir sind ein Laden und wollen etwas in ein Schaufenster stellen. Was präsentieren wir also? Und da sagtest du, okay, wir haben Transparenz. Beteiligung? Genau, ich wollte es jetzt anders nennen, aber genau die Beteiligung, dass Menschen um ihre Meinung gefragt werden und den Datenschutz. Eben als Zugpferde da dran. Und das ist ja erstmal so gar nicht schlecht. Du siehst schon, dass, also gar nicht als Vorwurf jetzt, aber man sieht ja jetzt schon, also ich mache das mal so, man sieht ja jetzt schon, dass viele Menschen mit diesem Schaufenster, was wir dort ausstellen, nicht unbedingt zufrieden sind. Du sagtest vorhin den Heise-Artikel. Den Heise-Artikel kenne ich auch. Ich war damals 17. Und ich habe gerade die Befürchtung, dass ich heute mit 26 der Jüngste hier bin, was ich sehr schade finde, weil das war mal anders. Diesen Heise-Artikel kenne ich auch und dort wurde sehr viel auf Bildung eingegangen, dass gesagt wurde, wir müssen die Menschen politisch bilden, damit sie selber die Urteile fällen können und damit sozusagen der gesunde Menschenverstand gute politische Themen bzw. programmatisch gewählt wird und nicht nur Köpfe, ne? Themen statt Köpfe. Und davon ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, manche sagen, ich glaube Sabine hatte das auch gerade ein bisschen angemarkert, dass gesagt wird, das mit dem Bildung, das ist aber eigentlich eines der größten Kernthemen, dass wir sagen, wir müssen diese Bildung unglaublich weit nach vorne ziehen. Gut, ja. Okay, ja,
Es wurde beispielsweise in Rheinland-Pfalz vor ein paar Wochen eine Umfrage unter allen Mitgliedern gemacht, also eine Abstimmung. Welche Themen sind relevant? Und mit welchen Themen sollen wir Wahlkampf machen oder für welche Themen stehen wir wirklich? Die genaue Fragestellung kenne ich nicht, aber das Ergebnis war Bürgerbeteiligung, Datenschutz, nochmal irgendwas mit Bürgerrechten und dann war Bildung. Also Bildung kam an an vierter Stelle. Wir haben eine ähnliche Umfrage in Bayern vor 2 Jahren schon gemacht, da war es auch so, Bildung war auf Platz 4 oder 5. Ich kann mich an eine andere Umfrage erinnern, da war das Thema Sozialpolitik auf Platz 4 oder 5. Also wir haben so, wenn du heute die Themen anschaust, die Gewichtung der Themen anschaust, dann ist es Netzpolitik, und zwar in mehreren Ausführungen. Und dann kommt tatsächlich Bildung, Soziales, also da gibt es eine Abstufung. Das Problem ist aber, wie bei jedem anderen Schaufenster auch, kannst du nicht ein gesamtes Lager ins Schaufenster stellen, weil dann gehen nämlich die Leute vorbei und sagen, was ist das für ein Scheißladen, sondern du musst eine Auswahl treffen, und zwar eine, von der du denkst, dass sie dein Programm oder dein Angebot am besten darstellt. Und genau das versuche ich. Möglicherweise haben wir beide da nicht exakt die gleichen Vorstellungen, in welcher Reihenfolge das ist. Deswegen würde ich auch nie hergehen und würde sagen, ich habe das jetzt entschieden und alles andere ist mir wurscht. Aber wenn wir immer wieder die Mitglieder fragen und bei diesen Fragen dann eben eine Reihenfolge bekommen, dann ist es schon etwas, worauf wir auch uns beide, glaube ich, einigen können, dass man die Ergebnisse dann eben in der entsprechenden Reihenfolge dann auch bei der Darstellung nach außen gewichtet. Und genau das versuchen wir. Und wie gesagt, Bildung ist wichtig, steht völlig außer Frage. Du hast aber bei dem Thema Bildung, einen Satz noch, also 3 Minuten gelten nicht unbedingt, schon? Okay, hatten wir vorher nicht vereinbart, deswegen musste ich den Blick jetzt erst interpretieren. Bildung ist schon ein wichtiges Thema, steht völlig außer Frage, und im Thema Bildungspolitik passiert unglaublich viel, was völlig schlecht ist. Wir haben nach wie vor ein Bildungssystem aus dem 19. Jahrhundert, leben im 21. Jahrhundert. Die Digitalisierung findet dort praktisch nicht statt. Die Vorbereitung auf die Welt von morgen findet nach wie vor nicht statt. Das heißt, unser Bildungssystem ist völlig am Boden und wir müssten das dringend ändern. Aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Jede Partei erzählt dir, wir müssen dringend die Bildung reformieren. Und zwar schon seit 100 Jahren. Damit gewinnst du keinen Blumentopf. Und nochmal zu unserem Schaufenster. Wir sollten die Dinge ins Schaufenster stellen, für die wir gewählt werden, damit wir hinterher auch die Dinge verkaufen können, die wir tatsächlich im Lager haben. Mache ich. Genau deswegen solche Fragen versuche ich an der Stelle zu beantworten. Und deswegen wäre mir ja auch die Möglichkeit der Beteiligung so wichtig. Deswegen wollte ich BEO haben, dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, entsprechende Anträge abzustimmen zwischen der Zeit und nicht nur von Bundesparteitag zu Bundesparteitag hechten und zu gucken, dass man Unklarheiten an der Stelle dann eben beim Bundesparteitag beseitigt. Das Thema hatten wir vorhin schon. Ja, hallo. wollte ich gerade machen. Ich bin Maso Poulami, ich bin ganz einfacher Basispirat engagiert im Sozialbereich, aber auch noch woanders, aber nicht so sehr IT. Also diese Veranstaltung sollte eigentlich dazu dienen, und da wollte ich jetzt mal ein paar Gedanken, meine Gedanken beitragen, warum wir von diesem Hype so rund abgesackt sind. Und das fängt mit unserem, finde ich, Parteiverständnis an, auch dein Parteiverständnis. Also und dann mit dem Verständnis des Vorstandes. Ich kann mich noch an den Parteitag erinnern, kurz vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Und da wurde immer gesagt, verwaltender Vorstand. Und dieser verwaltende Vorstand hat sich sehr geändert in einen bestimmenden Vorstand, der nicht mehr sehr verhaftet ist in der Basis, meiner Meinung nach. Ich will auch ein Beispiel bringen. Also wir haben ja dringend gebettelt, dass wir eine Beauftragung fürs BGE kriegen, wo wir uns ja jetzt einig waren, dass es ein ganz wichtiges Thema ist und vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und das wurde ja abgelehnt vom Vorstand. Also ich denke, der Vorstand macht da sein eigenes Ding. Da sind viele Leute, die sich da engagieren, aber da werden sinnlose Beauftragungen aufrechtbehalten. Da wird sich gewundert, warum es BEO nicht funktioniert. Und darin erschöpft sich ja nicht mitmachen, auch nicht im Liquid. Es waren super Initiativen im Liquid. Ich erinnere da zum Beispiel an Cybercrime in Cyberwar schon vor 2, 3 Jahren. Heute ist das Thema in aller Munde. Damals hatten wir es, aber wir haben es nicht genutzt. Wir haben die Basis nicht genutzt. Wir haben die Intelligenz der vielen nicht genutzt.
Es kamen ganz andere Themen dann ran. Wir hätten einfach den Beschluss fassen müssen, die Sachen, die da sehr hohe Zustimmung im Liquid von allen bekommen haben, die kommen auf den Parteitag. Und schon hätten wir das und wir wären so weit vorne gewesen. Wir hatten so gute Leute, die sind alle weg. Jedenfalls hier in Berlin, da überblicke ich es. Ja, also ich war auch dabei, also es wurde ja ich habe ja das Glück, in Berlin zu sein. Hier waren ja die ganzen Stiftungen, haben das analysiert, warum die Parteien, da wurde alles Mögliche spekuliert und Bernd Schwimmer kann das bestätigen. Ich habe mich da gemeldet, wir sind die Mitmachpartei. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal gewesen. Da muss ich jetzt auch hier meinen Vorrednern. Aber die Theorie und die Praxis ist weit entfernt voneinander und die müssen wir zusammenbringen. Wir müssen wieder eine Mitmachpartei werden und nicht abgewürgt werden. Wir haben uns angepasst. Wir haben diesen ganzen Sachen, wir müssen ein Vollprogramm haben, wir müssen dies haben. Wir sind auf diesen Zug aufgesprungen. Es war charmant und ich finde es auch gut, wenn gesagt worden ist im Fernsehen noch damals vom Vorsitzenden Nerz, wir müssen erstmal die Basis fragen. Die Menschen wollen gefragt werden und auch die Piraten wollen gefragt werden und die Bürger wollen gefragt werden. Wir sehen es jetzt hier an diesem Volksentscheid für die Mieten. Ja, ich mach gleich, also also vielleicht kannst du mir beantworten, warum solche von der Basis wollen viele Leute sich fürs BGE, also da Sachen machen und das wird abgelehnt. Die Beauftragung wird abgelehnt. Da werden andere sinnlose Beauftragungen bleiben bestehen. Ich meine, ich weiß, du hast es nicht abgelehnt, ich weiß es, ich habe es geguckt. Aber könnt ihr euch nicht als Vorstand auf Verwaltung beschränken? Und die Ideen von der Basis aufgreifen. So einfach ist das. Und dann wird es auch funktionieren. Okay, also das Thema verwaltender Vorstand ist ja tatsächlich etwas, was immer wieder mal diskutiert wurde. Ich glaube, das funktioniert aus einem einzigen Grund schon nicht so optimal. Wir sind in die Politik, in eine Partei gegangen, weil wir Politik machen wollen. Und auch jeder Vorstand hat ja ein politisches Verständnis und hat ja Vorstellungen davon, was richtig und falsch ist. Und die kannst du nicht einfach abschalten und kannst nur noch das tun, was irgendein System am Ende auswirft. Ich habe einen Bundesparteitag, also bei denen heißt es ja nicht Bundesparteitag, sondern Landesmitgliederversammlung der Piraten in Österreich erlebt. Und da war ein Antrag, man möchte beschließen, dass alles, was die Parlamentarier an Diäten bekommen, was über dem Satz, den man für BGE für richtig hält, hinausgeht, abgeben müssen. Weil, Begründung, die Parlamentarier haben ja keine besondere Aufgabe oder keine besonders anstrengende Arbeit, weil sie müssen ja nur das, was beim Liquid rauskommt, in die Parlamente bringen und damit ist der Job erledigt. Jeder Parlamentarier wird an der Stelle verzweifelt den Kopf schütteln, weil so funktioniert es halt nicht. Man kann Beschlüsse eines solchen Systems nutzen, um die Positionen, für die man nach außen kämpft, zu finden. Aber die Öffentlichkeit erwartet von Vorständen, dass sie für die Partei Politik macht. Und ich habe in all der Zeit, in der ich jetzt Vorstand bin, immer versucht, nicht Positionen irgendwie zu vertreten, von denen ich weiß, dass sie keine Mehrheit in der Partei finden. Als wir den BGE-Beschluss gefasst haben, war ich Landesvorsitzender in Bayern und Als der BGE-Beschluss in Chemnitz gefasst wurde, war ich Landesvorsitzender in Bayern. Und ich wollte wissen, wie ticken meine Leute? Weil damals war ich der, der nach außen für die Mitglieder der Piratenpartei Bayern sprechen musste. Und ich wollte wissen, was sage ich in Zukunft, wenn ich zum Thema BGE gefragt werde? Und hätte die Umfrage ergeben, in Bayern sind 2/3 gegen BGE. Hey, dann hätte ich mich immer hingestellt und hätte gesagt, ja, die Bundespartei sieht es so, aber wir in Bayern haben das halt anders. Dummerweise ist es aber nicht so ausgegangen. Genau, das Ergebnis war, dass fast 2/3 auch zugestimmt haben. Also bin ich ab sofort hergegangen und habe das nach außen vertreten. Und genau das mache ich an der Stelle jetzt auch so. Und dass die Beauftragung BGE nicht vergeben wurde, lag daran, dass eine Mehrheit im Bundesvorstand gesagt hat, das wäre dann eine Inselbeauftragung und man würde gerne das Thema Soziales gesammelt lassen. Und deswegen... Ja.
Ich würde sagen, tut mir leid, an die Diskussion kann ich mich nicht mehr im Detail erinnern. Ich denke, es gibt auch noch andere interessante Ebenen, die wir ansprechen wollen. Lars. Ja, ich bin der Puppe, auch hier im Landesvorstand. Es wurde vorhin irgendwie von einer Blase gesprochen und da erinnere ich mich natürlich gerne, wir haben eine Immobilienblase gehabt, slash, die ist wieder da. Wir haben eine Börsenblase gehabt, slash, die ist wieder da. Und deshalb ist vielleicht die Frage, inwieweit die Blase, die gerade hier vor unserem geistigen Auge zu zerplatzen droht, vielleicht eben gerade mal geplatzt ist, wir sie aber wieder auch hochbekommen können. Nicht, dass ich jetzt hier der Meister des Illusionsantriebs sein möchte und irgendwie hier mit Hoffnungskörnern um mich rumwerfe, aber das ist halt das, was mich gerade noch hält. Ich glaube, das geht Stefan auch so. Wir müssen uns täglich motivieren, das hier zu tun. Dahin geht auch gleich meine Frage, weil jeder sollte ja nur 3 Minuten Zeit haben. Jetzt geht es im Endeffekt mir um 2 Punkte, die ich noch sagen wollte. Sowohl Stefan ist in einem Vorstand, als auch ich bin in einem Vorstand, hier halt in einem etwas kompakteren Raum in Berlin. Damit haben wir Gestaltungsraum. Wir haben das Privileg, Dinge zu machen, die andere Basispiraten so nicht machen können. Und darin zeigt sich dann auch, wo wir vielleicht Wichtigkeiten sehen. Als Beispiel hat jetzt der Landesverband Berlin, wenn wir unseren Haushalt angucken für 2015, gehen wir fast 1/4 für die SMVB aus. Wo Außenstehende schon sagen, ey, mein Gott, so viel Kohle gibt er aus, einfach um dieses System zu betreiben. Aber genau dieses System ist das Wort, was hier vorhin gefallen ist. Das ist die digitale Revolution. Das ist die digitale Revolution, wie wir unsere Basis mit einbinden. Und diese digitale Revolution wollen wir halt auch vorleben. Und ich freue mich, dass auch für Außenstehende 100 Leute sich da bis jetzt akkreditiert haben und aktiv darin teilnehmen. Das ist nicht viel. Aber wenn ich einfach mal die Wahrnehmung von aktiven Piraten in Berlin, wenn mich das jemand gefragt hätte, hätte ich auf unter 100 getippt. Wir sind nicht mehr viele Leute. Ja, und das sollte sich erstmal jeder so mit reinnehmen. Und genau an der Stelle ist jetzt nämlich auch der Punkt, wir müssen uns gerade gucken, wie wir diesen Mangel an Menschen, die bereit sind, sich einzubringen. Weil wir haben den. Wir sind teilweise, haben wir noch Strukturen, die so groß sind, als man nur sagen müsste, ich habe hier eine Aufgabe und 10 Leute kamen an und wollten sie machen. Wir sind jetzt in einer etwas anderen Situation. Wir haben Aufgaben, finden vielleicht keinen mehr und müssen überlegen, wie kriegen wir sie trotzdem gelöst. Darum jetzt 2 Fragen. Das erste ist so eine, Frage, wie motivierst du dich täglich und was sind die 3 Punkte, die dich vielleicht in dem letzten Vierteljahr motiviert haben, die ganze Sache noch weiterzumachen? Und das zweite ist der Punkt, wie legst du Prioritäten oder vielmehr ihr als Gremium, wo werden Dinge jetzt mal abgeschnitten an Strukturen, wo wir vielleicht sagen müssen, das können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt so von sowohl finanziellen als auch HR-Mitteln eigentlich nicht mehr erlauben? Okay, ich bin zu den Piraten gekommen, weil ich in dem Zuge der Aktion von Frau von der Leyen das Gefühl oder die Angst hatte, die etablierten Parteien machen in ihrer ahnungslos unsere digitale Welt kaputt. Und ich wollte meinen Kindern eine Welt hinterlassen, in der es auch in Zukunft noch möglich ist, Informationen zu beschaffen und eine freie Kommunikation zu haben, weil ich das für eklatant wichtig für eine Demokratie halte und an dieses System nach wie vor glaube. Das ist der Grund, warum ich zu den Piraten gekommen bin und das ist der Grund, warum ich auch weiter kämpfe. Wir haben im Augenblick den Zustand, wir sind auf Level 1%, wir sind politisch irrelevant, wenn man ganz ehrlich ist, aber wir haben ein Thema, das die Zukunft nachhaltig verändern wird. Und für dieses Thema kämpfe ich weiter. Und das ist mitunter ein bisschen schwierig, wenn man dann sieht, dass Diskussionen endlos geführt werden oder wieder geführt werden und man schon beim letzten 5. Mal gesehen hat, das Ergebnis ist das gleiche. Aber ich halte das Thema für so wichtig, dass mir die Umfrageergebnisse und der derzeitige Zustand weniger wichtig ist und ich mich deswegen dann halt eben am Wochenende auf den Weg mache und Veranstaltungen besuche und diskutiere. Also das ist so die Selbstmobilisierung oder Motivierung. Der zweite Teil der Frage, wo kann man Strukturen abbauen?
Das ist unglaublich schwierig, gefestigte Strukturen loszulösen, aber man kann an Kleinigkeiten anfangen. Wir hatten zum Beispiel den letzten Bundesparteitag in Halle, der, glaube ich, hat 120.000 Euro gekostet. Wir haben den nächsten Bundesparteitag, der dummerweise in den Ferien liegt, das ist echt kacke. Das ist auch nicht meine persönliche Wahl, weil nämlich an dem Wochenende auch noch die Hotels deutlich teurer sind als außerhalb der Ferien, weil das halt Ferien so mit sich bringen. Aber der Bundesparteitag kostet nur 10.000 Euro. Und das ist halt einfach dann das schlagende Argument. Und dann, wenn ich den Bundesparteitag 4 Wochen früher lege, dann treffe ich auch Leute, die sagen, an dem Wochenende kann ich nicht, weil da habe ich Urlaub gebucht oder bin ich nicht da. Also das ist ja eh irrelevant, wann du den Parteitag machst. Es wird sich immer jemand finden, der nicht kann. Aber da ist einfach dann die Kostenfrage das Entscheidende. Und wir suchen händeringend weitere Möglichkeiten einzusparen, weil wir einfach die Kohle nicht mehr haben, das in der Form weiter zu betreiben. Also da sind wir am Arbeiten dran. Aber die Quantitäten könnten etwas anders aussehen. Dass es immer Menschen geben wird, die dann gerade einen wichtigen Termin haben, ja, aber mit dieser Schnittmenge, 10 Bundesländer haben Ferienzeit, das ist, okay, weißt du, das ist einfach, ja. Dann kommen ganz schnell natürlich Verschwörungstheorien aus. Ja, will man Leute sozusagen gar nicht dabei haben, obwohl sie noch dabei sind. Das muss man ja, ne, diese Psychologie muss man natürlich verstehen, die dann abläuft. Ja, ich habe dazu noch 2 Punkte gehört. Erstens gibt es die Verschwörungstheorie, ich hätte dafür gesorgt, dass es in Bayern stattfindet. Hey, wir haben es ausgeschrieben. Es gab Bewerbungen. Wenn die Bewerbung aus Berlin gekommen wäre für 10.000 Euro, dann hätten wir das in Berlin gemacht, weil dann lässt sich es nicht darstellen. Vor allen Dingen, wenn sie in Berlin 2 Wochen früher oder 8 Wochen später gewesen wäre, dass es eben außerhalb der Ferien, dann erst recht. Ja, der also, Ort spielt auch keine Rolle. Vergiss es. Die Zeit. Wissen wir eh. Und das zweite Argument in den Ferien, kürzlich hat jemand gesagt, das kann bei den Piraten doch eigentlich gar nicht das große Problem sein, weil viele von uns sind doch sowieso Studenten, die haben einen anderen Zyklus. Irgendwen erwischt es immer. Ja, das war vielleicht früher. Gut. Ja, hallo, ich bin Bettina Günther, also hier aus Berlin. Ich habe sozusagen eine etwas andere. Ich habe eine bisschen andere Darstellung von dem, wie du gesagt hast, wie dir das nach dem Wahlkampf in Berlin sozusagen sich die Situation gestellt hat. Es gab damals Umfragen. Warum haben Leute in Berlin die Piratenpartei gewählt? Und viele von denen haben das eben nicht im Wesentlichen wegen der digitalen Agenda gemacht, sondern einerseits schon wegen diesen sozialen Themen und andererseits, denke ich, weil Leute gesehen haben, da entwickelt sich so eine, sagen wir mal, undogmatische linke Kraft zwischen der dogmatischen Linkspartei und irgendwelchen anderen Strömungen, die es vielleicht schafft, irgendwo in den Parlamenten mal wieder irgendeine Rolle zu spielen und vielleicht zwischen den Grünen. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum viele Leute sich dann neu in der Piratenpartei engagiert haben. Das ist sicher nicht nur in Berlin der Fall, aber natürlich insbesondere in Berlin. Und ich denke, diesen Leuten muss man durchaus, also es gibt nicht nur die Gründer, die am Anfang sich irgendwie mit Ursula von der Leyen auseinandergesetzt haben, sondern es gibt diese andere Strömung eben auch und die ist, denke, die darf man jetzt mal nicht vernachlässigen. Und für die würde ich mich jetzt auch nach wie vor ein bisschen stark machen wollen, weil ich denke, das ist genau der Punkt. Viele von unseren gehypten Themen sind leider irgendwie ein bisschen, also nicht, sagen wir mal, nicht verbrannt, aber von den anderen natürlich übernommen und einerseits ist es schön, wenn alle von Transparenz reden, andererseits ist es wie bei jedem Kopieren, irgendwann steht das Label, die Piratenpartei hat das mal als allererste gesagt und wir haben da jetzt unser Original-Copyright drauf, funktioniert halt nicht mehr, wenn sich halt die SPD und alle hinstellen und sagen, wir machen jetzt irgendwie, ja, Transparenz wird bei uns großgeschrieben und wir machen ja auch unsere Befragung und so weiter, dann können wir einfach, dann ist das Thema für uns ein Stück weit auch nicht gerade durch. Wir können immer noch sagen, ja, das könnte man noch besser machen, aber es ist nicht das einzige Thema, wofür Leute hingehen werden, um sich dann, um uns zu wählen. Es ist genau das Gleiche wie, dass eine Rentnerpartei, eine reine Frauenpartei, eine reine Tierschutzpartei auch nicht gewählt wird, weil manche Leute sagen, dieses eine Thema liegt mir zwar im Herzen, aber wenn ich wähle, möchte ich vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, dass die halt auch noch irgendwie mit auf der Agenda stehen und ich denke, deswegen sind wir schon ein bisschen, also wir müssten nicht am Scheideweg sein, aber
Im letzten Jahr hat sich das Ganze so zugespitzt, negativ zugespitzt, finde ich, dass eben diese beiden Strömungen in unserer Partei so aufeinander geknallt sind. Ich würde das gerne wieder ein bisschen versöhnen in irgendeiner Form. Und dann müssten aber diejenigen, die immer sagen, oh, wir dürfen aber, also wir sollten uns beschränken und bloß nicht zu viel gegen rechts und bloß nicht zu viel. Und dass man links sein möchte, darf man ja schon gar nicht sagen, offenbar. Also das finde ich halt unheimlich schwierig. Also so sehe ich das im Moment nicht, dass das weitergeht. Also auch nicht in den nächsten Wahlkämpfen, weil also genau diese Sachen kommen dann auch in der Presse. Da hat dann wieder jemand gesagt, ja, wir sind ja eigentlich gar nicht links und wie die das da mit den mit ihrem Antikapitalismus regeln, das ist naja, halt auch nicht so richtig gut. Okay, also. Ja, die zentrale Frage war, oder der eine Punkt, der mir aufgefallen war, war, dass es nach der Berlin-Wahl Exit-Polls und dabei Umfragen gab. Wofür wurden die Piraten gewählt? Die gab es auch bei den anderen Bundesländern. Dummerweise wurde bei diesen Exit-Polls nicht abgefragt, zumindest nicht überall, haben sie die Partei wegen der digitalen Zukunft gewählt. Sondern da war halt Soziales eins der fünf oder sechs Optionen, die da zur Verfügung stehen. Und dann müssen die Leute eine Wahl treffen und sagen, meins ist nicht dabei, kommt da relativ selten vor. Deswegen würde ich das nicht überbewerten. Dass es wichtig ist, wissen wir ja. Wissen wir auch, wenn wir unsere Basis tatsächlich ja befragen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Soziales kommt auf Platz 4, 5 oder 6. Das heißt, das ist mit dabei. Das ist den Leuten auch tatsächlich wichtig. Und das spiegelt sich auch in unserem Parteiprogramm ja wieder. Nur, was ich vorhin schon gesagt habe, ich denke eben, dass die Chance ist, die Aufmerksamkeit darüber zu generieren, dass wir etwas tun, was uns von allen anderen Parteien unterscheidet, nämlich saubere, zukunftsträchtige digitale Welt zu formieren, dafür eine Vision zu haben und die voranzutreiben. Dann sind wir in den Parlamenten wieder vertreten und können auch wieder Anträge und Beschlüsse einbringen, Sozialpolitik voranzubringen. Aber dazu müssen wir in den Parlamenten sitzen. Und im Augenblick sieht es nicht so aus, als würden wir mit der Strategie der letzten 3 oder 2 Jahren tatsächlich erfolgreich sein. Und deswegen würde ich vorschlagen, Sie an der Stelle ein Stück weit zu korrigieren. Ja, hallo, ich bin Harry Hensler, Ideenwanderer, Schatzmeister in Berlin. Ich bin einer der wenigen Piraten, die in die zauberhafte Situation kamen, in Neumark nach der SMV-GO-Schlacht im Pressezentrum zu sitzen. Es war fast keiner mehr auf diesem Parteitag und es saßen da ungefähr 10 Redakteure von namhaften Publikationen in Deutschland und fragten mich und die liebe Drachenrose, was ist nun eigentlich raus geworden aus dieser SMV? Und da, Leute, haben wir verkackt. Wir haben einfach verkackt in Neumark. Weil hätten wir das gemacht, dann würden wir diese Diskussion, die wir hier führen, überhaupt nicht führen. Weil dann hätten wir diese SMV. Einfach mal probieren, einfach mal machen, wie wir Piraten das immer machen. Der Punkt ist der, diese sogenannte Mitmachpartei, was bedeutet das für die Menschen da draußen? Sie dürfen zu uns kommen, uns Geld geben, sie dürfen mit uns flyern, uns eine Plakate mit aufhängen. Das hat nichts mit Mitmachpartei zu tun. Mitmachpartei heißt gestalten und das machen wir nicht. Wir machen es einfach nicht. Und das ist der Punkt. Ich möchte, dass Stefan und dieser Bundesvorstand und alle Landesvorstände sich endlich mal hinsetzen und mit einer Kernthemenvermarktung anfangen. Nicht nur finanziell, sondern auch wirklich politisch. Weil wir müssen Dinge bauen. Wir sind die, die kreativ sind. Und wir können das. Wir haben ein Liquid gebaut. Wir haben eine SMV gebaut. Wir haben einen Bio gebaut. Wir bauen immer konträre Systeme. Warum gehen wir nicht einfach mal hin und bauen ein Mitmachtool für alle Menschen in Deutschland? Und benutzen es, genau. Und jetzt mal eine Frage. Einen kleinen Einwurf muss ich mir einfach noch gestatten. Unsere Freunde in Bremerhaven machen gerade genau den Wahlkampf, den ihr alle wollt. Wir machen Interaktion mit Menschen. Wir lassen die Menschen ihre Ideen auf große Tafeln schreiben. Genau vor dem Infomobil in der Innenstadt von Bremerhaven. Da schreiben gerade kleine Kinder bis 15, 16 ihre politischen Ideen auf. Leute, das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen erst mal fragen, was die überhaupt von uns wollen. Weil wir sind keine Missionare. Wir laufen rum wie Missionare. Und jetzt kommt die Frage an Stefan. Ist es möglich, dass wir mit allen zusammen
ein Kompetenzteam bauen, das in der Lage ist, dieses Tool, wie es zum Beispiel eine App in Nordspanien ist, wo 250.000 Menschen innerhalb von Sekunden eine Entscheidung treffen können. Warum können wir sowas nicht gestalten als Mitmachtool für die Piratenpartei? Ich danke dir auch. Ich dachte, du wolltest mich verabschieden. Ich gehe ja schon. Stuhl nicht mit, ja. Okay, also es ist tatsächlich so, dass wir ein Problem damit haben, unsere Mitmachstrukturen auch mit Leben zu füllen. Wir haben vorhin Liquid Feedback schon angesprochen. In Neumarkt ist die SMV an der GU-Schlacht gescheitert. Ich kann mich daran erinnern, wir standen irgendwann auf der Bühne und haben gesagt, hört auf mit dem Mist. Sorgt endlich dafür, dass es eine Entscheidung gibt, egal wie die dann ausfällt. Anyway, man soll nicht über Vergangenes weinen. So eine App kann ich nicht programmieren. Das gibt meine Zeit im Augenblick nicht her. Aber wir haben immer noch irgendwie 25.000 Mitglieder. Und wenn jemand dafür einen Entwurf liefert, der tragfähig ist, dann sind wir sicherlich die Letzten, die sagen, Bullshit, machen wir nicht. Wir probieren alles Mögliche aus. Wir sind da offen für alles. Und wenn es entsprechende Ansätze gibt, dann werden wir die auch verfolgen. Ihr könnt allerdings nicht von mir erwarten, dass ich jetzt auch noch anfange, irgendwelche Tools zu programmieren. Da gibt es Leute in dieser Partei, die das einfach schneller und besser und vor allen Dingen mit mehr Freizeit können. Okay, es gibt aber noch einen anderen Aspekt, den ich unter dem Zusammenhang mitmachen sehe. Es gibt immer wieder die Diskussion, die Amtszeit der Vorstände auf 2 Jahre zu verlängern. Ich weiß nicht, wie das in Berlin im Augenblick ist. Habt ihr 1 oder 2 Jahre? Ihr habt 2 Jahre Vorstandszeit. Einem solchen Antrag würde ich niemals zustimmen. Und zwar aus ganz einfachem Grund. Wir alle sind zur Piratenpartei gekommen, weil wir die Schnauze davon voll hatten, alle 4 Jahre ein Kreuz machen zu können und ansonsten keinen Einfluss zu haben. Jetzt gehen wir her und dehnen die Amtszeit unserer Vorstände, eines der wenigen Dinge, die wir sowieso wirklich entscheiden können und die ja auch Auswirkungen auf die politische Arbeit hat, auf 2 Jahre aus und nehmen uns selber völlig sinnfrei die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Halte ich für völlig kontraproduktiv, würde ich immer ablehnen. Das ist ein Teil des Mitmachens, den ich für wichtig halte. Ja, 3 Wörter. Ich kenne. Und wir können nicht ständig neue Vorstände wählen, um dann irgendwann reinzulaufen. Deswegen ist es darum ganz sinnvoll. Und für die Bundestagswahl 2017 könnte ich mir so eine Konstellation für einen Bufo auch vorstellen. Das ist also nicht so, dass ich da nicht abgeneigt bin. Ich kenne die Diskussion und ich sehe auch die Notwendigkeit oder die positiven Aspekte davon, Kontinuität, diese permanenten Wechsel wegzuhaben. Ich bin aber davon überzeugt, wenn ein Vorstand nach 12 Monaten wieder rausgewählt wird, dann hat er in dieser Basis keine Verankerung mehr und dann ist es gut, dass ich ihn rauswählen kann. Punkt. Joachim. Okay, nochmal der Joachim, ich mache es auch sehr, sehr kurz. Hier ist unglaublich viel gesagt worden, aber das Konzept der Matinee ist ja, dass man auch so ein bisschen Themen stapelt und dann lose Enden hinterlässt. Stichwort linke Flügel, rechte Flügel. Ich sag's mal so, wenn mich jemand von außen bewertet, würde er mich wahrscheinlich eher links einordnen. Das Problem ist halt nur, ich habe mit diesem Koordinatensystem so meine Probleme. Ich finde das Bullshit, aber es ist ein anderes Thema. Eine entscheidende Geschichte ist gewesen, wir sind ja in 4 Landtage eingezogen, angefangen mit Berlin und die letzten waren die Schleswig-Holsteiner. Das eigentlich leider untergeht, was für Arbeit in den 4 Landesparlamenten von den Piratenfraktionen geleistet wird. Das geht so weit, dass Angehörige anderer Fraktionen uns zunächst mal für unseren Fleiß loben, das kann man immer tun, ne? Aber dass tatsächlich der Realitätscheck erfolgt ist, in dem Piraten auf einmal auf Themen gestoßen sind, die mit ihren Kernthemen so gar nichts zu tun haben. Ich nenne nur ein Beispiel, was der Kai Schmalenbach in Nordrhein-Westfalen in puncto Braunkohle für Positionen mit der Parteibasis erarbeitet hat oder die Monika Pieper mit der Schulpolitik. Mit Schulpolitik kann man in NRW Wahlen gewinnen. Das ist wirklich unfassbar. Nur es kommt eben in der Presse nicht vor. Von daher sage ich immer, wir Piraten haben eigentlich keine Probleme mit dem Politikmachen. Das machen wir ganz gut. Wir haben Probleme mit Gruppendynamik. Und wir haben Probleme damit, dass diese Gruppendynamik öffentlich ausgetragen wird.
diese gruppendynamischen Probleme haben die anderen Parteien auch, was man so hört, nur die tragen das nicht öffentlich aus. Also ich würde mir wirklich wünschen für die Zukunft, dass wir die Netzetikette ein bisschen mehr leben und dass wir vor allen Dingen nicht links und rechts und vorn und hinten und oben und unten sich dauernd gegenseitig basht. Denn das führt dazu, dass politische Kraft sich verzehrt und nicht gebündelt werden kann. Und ich sag euch, ich sag's nochmal, weil das für mich immer das Standardbeispiel ist. Die TTIP-Verhandler in Brüssel lachen darüber, wenn die Leute sich wegen so einem Scheiß zoffen, weil die genau wissen, sie haben schon gewonnen. Wir müssen uns da wirklich bündeln. Und meine Frage an den Stefan abschließend wäre, wie kann man die positive Arbeit, die jetzt natürlich nicht durch irgendwie besondere Schwerpunkte, sondern man hat da quasi sich verzettelt und hier was Gutes und da was Gutes gemacht, das, was die vier Landtagsparlamente erarbeitet haben, im Sinne der Bundespartei mal darstellen und quasi nachträglich mit einem Schwerpunktraster versehen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern draußen kommunizieren können. Die Piraten stellen die eine Frage, wie wollt ihr morgen leben? Und eure Antwort spielt für uns eine Rolle. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen. Was ich tun kann und was ich getan habe, ist, ich bin hergegangen und habe gesagt, lasst uns den Output der Landtagsfraktionen nehmen, der bundesweit politisch relevant für die Piratenpartei ist, und das ist ja nun dieses Themenspektrum, und lasst uns das ausschlachten. Das tue ich. Wenn aus NRW oder aus Schleswig-Holstein etwas kommt, oder aus dem Saarland mit dem autonomen Fahren, wenn etwas kommt, was eine Digitalpolitik relevant ist, dann nehmen wir dieses Thema auf und begleiten das bundesweit, um einfach eure Präsenz und euer Gewicht bundesweit zu nutzen. Da neue Aspekte mit einzubringen, ist unglaublich schwierig, weil in dem Moment, wenn wir eine Pressemitteilung weiterverbreiten, die nichts mit dem Themenspektrum zu tun hat, merken wir, wie die Journalisten das Ding einfach als überflüssig ablehnen. Und das ist im Augenblick der Status quo, und der wird sich in dem Moment wieder ändern, indem wir beispielsweise im Bundestag vertreten sind oder in den Umfragewerten wieder so weit oben sind, dass die realistische Chance besteht, dass wir im nächsten Bundestag vertreten sein könnten. Dann kommen wir auch wieder bei anderen Themen vor. Bis dahin ist es unglaublich schwierig, etwas anderes in den Mittelpunkt zu stellen. Hallo, ich bin Petra, ich bin hier aus Berlin. Ich war ziemlich aktiv in Berlin auf Bezirks- und Landesebene bis ungefähr letzten Sommer. Mache jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich habe auch keine Frage. Ich fand die Antworten bisher relativ enttäuschend. Hat mich auch nicht motiviert, wieder was zu tun, muss ich sagen. Ich finde es richtig und wichtig, dass du als Vorsitzender sagst, du willst mit allen Strömungen in der Partei reden. Das muss sein. Also alles andere wäre ein Unding. Ich finde es aber überhaupt nicht in Ordnung, dass du mit denen sprichst, die wir als Landesverband per Beschluss, den wir ein Zeugnis ausgestellt haben, dass wir ihr Verhalten nicht billigen. Und da geht es um menschliches Verhalten, es geht um sehr viele Menschen, die beleidigt und demotiviert worden sind. Und wir haben mehrfach Beschlüsse gefasst, dass wir bestimmte Gruppen deswegen nicht mehr bei uns haben möchten. Und ich finde es extrem enttäuschend, dass sich ein Bundesvorstand darüber hinwegsetzt. Das verstehe ich. Es tut mir sogar ein bisschen leid, aber ich habe in Neumarkt gesagt, dass ich der Vorsitzende für alle sein möchte und dass ich alles tun möchte, um ein gemeinsames Miteinander in dieser Partei zu ermöglichen. Und da sehe ich eben dann die Pflicht und auch die Möglichkeit, mit allen zu reden. Und ich verstehe, dass das hier in Berlin ein echtes Problem ist. Es geht um Beschlüsse. Es geht um fast einstimmige Beschlüsse einer Landesmitgliederkonferenz. Und zwar nicht vor 100 Jahren, sondern im letzten Herbst. Und der soll mir... Und du erwartest... Ich sag das nur noch mal. Ja, ja. Und du erwartest aber explizit ja, dass dieser Beschluss mich daran hindert, mich mit diesen Leuten zu unterhalten. Das finde ich falsch. Es tut mir leid. Das finde ich einfach falsch. Nee. Nicht aus Furcht vor Fortsetzung dieser Dinge, die wir hier, glaube ich, nicht regeln sollten. Weil das, was wir hier begonnen haben als PAIRA, Gesellschaft für politisches Wagnis, war im Vorfeld ja auch mit Folgewirkungen da. Was wir
nicht sein wollen. Wir wollen keine Ersatzpartei sein, sondern diese Problematik muss in der Partei ausdiskutiert werden. Sie ist auch klar, du hast deine Haltung dazu gefunden, die hat entsprechende Auswirkungen. Das will ich jetzt auch gar nicht weiter diskutieren. Ich würde gerne zum Schluss sozusagen dieser Matinee, ich freue mich, dass so viele da waren, ich freue mich, dass wir doch auch Theoretisches und Praktisches hier gemeinsam besprochen haben. Und ich würde gerne im Sinne der Ausführungen von Bettina Günther noch mal eins mit auf den Weg bringen wollen. Aus meiner Sicht ist sozusagen die Erfolgsphase noch nicht richtig gewürdigt worden. Das liegt möglicherweise an der zu knappen Zeit, weil auch andere Fragestellungen da waren. Aber wenn ich das sehe, sind wir deshalb gewählt worden, weil wir A, mit dem Thema digitale Revolution in irgendeiner Weise identifiziert wurden, weil wir kreativ waren und weil man glaubte, dass wir Mut haben. Und den brauchen wir auch. Wenn wir sehen, wie die Kanzlerin, die Regierung mit dem Thema Demokratie umgeht, beispielhaft festgemacht an der Überwachung, dann werden wir ja jeden Tag dieser Grundrechte beraubt. Und wenn man das dann glaubwürdig in politische Aktionen umsetzen will, dann wird man zu tun haben mit den Fragen, ist man bereit zum zivilen Ungehorsam oder ist man das nicht? Solange wir nur theoretisieren, was uns nicht gefällt, werden wir niemand überzeugen, mit uns praktisch, politisch dagegen vorzugehen. Und das vermisse ich in dieser Partei. Ich denke, neben den Fragestellungen, die ich gar nicht diffamieren will, was auf Bezirksebene passieren soll oder in den Landesparlamenten, haben wir eigentlich diese Grundsatzfrage, was ist unser Selbstverständnis? Verstehen wir uns als die Avantgarde, die Intellektuelle, die Kreative, die sich dieser Zukunft auch so zuwendet, dass man sieht, dass man darum kämpft, nicht in Form von Parteitagsschlachten, sondern im öffentlichen Raum? Und da würde ich einfach, das ist eine Anregung an dich wie an zukünftige Vorstände, genau über diese Formatfragen nochmal genauer nachzudenken. Wenn wir darauf keine Antwort finden und nur die Antwort finden, dass Großplakate und Kleinplakate in den öffentlichen Raum gestellt werden, dann brauchen wir nicht glauben, dass wir Erfolg kriegen. Weil unsere Themen werden sehr schnell aufgesogen. Darüber, finde ich, müssen wir uns gar nicht mal freuen, weil sie ja nicht so aufgesogen werden, wie wir das eigentlich umgesetzt sehen wollen, sondern das wird dann eben natürlich nur plakativ aufgenommen und die Leute werden weiter verarscht. Also, mein Plädoyer, mutiger, kreativer, dann haben wir möglicherweise eine neue Chance, weil dadurch eine neue Glaubwürdigkeit entstehen kann. Denn selbst mit dem Begriff Transparenz sind wir als Partei auch nicht gerade gut umgegangen. Dann, wo es wirklich hätte eingelöst werden müssen, intern ist es nicht eingelöst worden. Und sowas wird schwer, schwer übel genommen. Ich habe dich im Vorfeld der ganzen Einladung per DM konfrontiert mit der Frage, ob du zum Thema Griechenland Ideen hast, was man da machen kann. Wir als Peira haben ja bekanntermaßen einen offenen Brief initiiert und ich denke, der ist nicht als Peira wichtig, sondern der könnte für die Piraten wichtig sein, weil sich an dieser Frage ja auch mit die Europapolitik der Piraten festmachen ließe. Wollen wir in Europa die Verhältnisse, die im Moment zementiert sind, aufgrund des Anstoßes der neuen griechischen Regierung verändern? Ich denke, wir sollten sie verändern und davon dann ganz unabhängig, ganz praktisch. Es kann einfach nicht sein, dass ein Rechtsstaat in Form des Zwangskredits und auch der offenen Reparationszahlung seine Verpflichtungen nicht erfüllt. So wie die Bundesregierung mit diesem Thema umgeht, das ist katastrophal. Das darf nicht akzeptiert werden. Und ich finde es im Moment traurig, dass die Piraten zu dieser Thematik keine kräftige Geschlossenhaltung bisher entwickelt haben. Also den offenen Brief kann man nur unterschreiben, weil mir geht es um das Grundsätzliche.
dieses Thema der Außenpolitik vor Augen zu haben, weil wenn wir im Moment noch ein Markenzeichen haben, dann ist es die, auch die eindeutige Aussage zu einer Europapolitik, die dann auch wirklich den Geist bei Gründung des europäischen Projekts weiterhin am Leben hält und weiterentwickelt. Ja, ich würde gerne vielleicht noch einen kleinen Punkt weiter ausholen. Es gab vor einem Jahr, vor zwei Jahren, die Diskussion, dass Bayern gerne gegen den Länderfinanzausgleich klagen würde, weil man jetzt nämlich dummerweise erkannt hat, dass man zu den Zahler- oder zu den Geberländern gehört. Ich fand das unfassbar grob, weil für mich Solidarität oder eine Solidargemeinschaft bedeutet, dass ich sie nicht nur dann in Anspruch nehmen darf, wenn ich der Empfänger bin, sondern auch dabei bleibe, wenn sich die Verhältnisse verändert haben und ich Geber bin. Und ich finde, dass man das auch auf die auf das Verhalten und auf die Haltung der Bundesregierung Griechenlands gegenüber übertragen kann. Auch dort ist es so, dass wir uns am liebsten davor drücken würden, irgendetwas dafür zu tun. Die Art, wie wir mit Griechenland umgehen, ist unfassbar grob. Die Vorstellung, dass dort Beamte zuhauf nach Hause geschickt werden, dass Lehrer entlassen werden, dass Infrastruktur verkommt, in der Hoffnung, dass davon ein Land neu erblüht, ist einfach nur dumm oder anders gesteuert. Ich finde, da sollten wir dringend eine andere Haltung dazu finden. Und wenn wir uns unsere eigene Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass es uns irgendwann mal unglaublich gut getan hat, dass andere Länder willens und in der Lage waren, uns zu helfen und unglaublich viel Geld in die Bundesrepublik gesteckt haben, um uns auf Vordermann zu bringen. Und wer dann unsere Haltung Griechenland gegenüber da dagegen stellt, kann sich eigentlich nur noch schämen. Und da die Reparationsforderungen beziehungsweise diese erpressten Kredite noch in einem Satz einfach abzubügeln, halte ich für unglaublich grob. Also das funktioniert so nicht. Aber ich muss dir widersprechen, es ist kein Thema, mit dem die Piraten irgendwie punkten können. Es ist im Augenblick vollkommen irrelevant, was wir dazu sagen. Es wird keinen wirklich interessieren. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle wahrgenommen. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, sich auch tatsächlich über den Punkt zu unterhalten. Aber eine öffentliche Diskussion zu dem Thema wird uns im Augenblick nicht weiterbringen. Ich befürchte, da gibt es Themen, die uns im Augenblick wesentlich wichtiger sein sollten und um die wir uns kümmern müssten. Ja, Stefan, da muss ich dann doch nochmal einhaken. Es gibt sozusagen erkennbare Zeichen, wer was ist und wer was nicht ist. Und Menschen, die anfangen und sagen, ich bin kein Antisemit, aber da weiß ich ganz genau, was dann kommt. Und insofern muss ich dir jetzt sagen, wir laufen ja mit unseren Programmen nicht einem Wählerwillen hinterher, sondern wir versuchen Programme zu machen, die eine Zustimmung finden, weil wir sie inhaltlich für richtig finden. Alles andere wäre doch Heuchelei. Und würde doch auch gar nicht tragen auf Dauer, wenn ich nicht selbst von dem, was ich den Menschen sage, aufgrund der Diskussion mit ihnen, überzeugt davon bin, dass es eine begründete Argumentation dafür gibt. Genau dieses jetzt zu wollen, obwohl die Bevölkerung an der Stelle nicht so weit ist, wir hätten nie die Ostverträge gehabt, wir hätten nie die heutige Situation, wenn die SPD, die an der Stelle historisch gesehen einmalig war, gesagt hätte, wir rechnen jetzt nicht auf. Wir sehen die neue Grenzziehung als eine friedensstiftende Maßnahme. Und insofern wäre Deutschlands Beitrag zu diesem Thema Weiterentwicklung von Europa eine friedensstiftende Maßnahme, den Griechen endlich ihr Recht zu geben. Und darüber wird natürlich politisch verhandelt. Aber als Piratenpartei geht es an der Stelle nicht darum zu punkten, sondern sich selber dazu zu positionieren, unabhängig vom Wählerwillen. Ja? Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber, und das ist die entscheidende Krux. Hey, so funktioniert das halt. Nein,
Nein, nein. Ich wurde vorhin darauf hingewiesen, dass man gerne einen Vorstand hätte, der nur verwaltet. Nein. Doch. Das wollen wir auch nicht, aber dann arbeiten. Nein, geht nicht. So bin ich nun mal, damit muss ich klarkommen. Der entscheidende Punkt ist, nochmal, wir sind uns politisch an der Stelle einig. Es bringt nur keinen Blumentopf, wenn wir sagen, das muss das Thema sein, das der Bundesvorstand oder der Bundesvorsitzende jetzt nach vorne trägt. Das ist nämlich dann ohne Rücksprache und an der Basis vorbei und widerspricht allem, was wir gemeinsam wollen. Und deswegen muss ich an der Stelle einfach sagen, hey, das ist eine Diskussion, lasst uns die in der Partei führen und nicht mit dem Vorsitzenden bei so einer Veranstaltung. So, das eröffnet mir die Möglichkeit, auch ein Aber zu sagen. Also, aber ihr habt gehört, dass ich, denke ich, mit genügend großer Leidenschaft für dieses Thema kämpfe. Und jeder, der persönlich meint, dass er meine Meinung teilen könnte, wird für sich entscheiden, ob er zumindest den offenen Brief unterschreibt. Und wenn mein heutiges Schlussstatement dazu führt, dass in der Partei darüber eine Diskussion beginnt, die dann hoffentlich positiv ausgeht, finde ich es natürlich noch besser. Okay, ja. Und ansonsten möchte ich ganz kurz, wie das jetzt so üblich ist, ja, den Maa noch mal bitten, weil wir zum Schluss einer Veranstaltung immer auch die folgende ja ankündigen. Und Maa macht das jetzt. Am 17. Mai, wieder ein Sonntag, wird es wieder eine Matinee geben in diesen Räumen. Unsere Gesprächspartnerin ist Adrienne Göhler, die frühere Kultursenatorin des Landes Berlin. Sie war auch Präsidentin der Kunsthochschule in Hamburg und dann auch Vorsitzende des Hauptstadtkulturfonds, also durchaus jemand, der sich im Bereich Kultur auskennt. Und sie wird über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen für Kulturschaffende. Also sie wird über die Aspekte, die kulturellen Aspekte eines Ansatzes wie dem BGE eben sprechen. Und ich denke, das ist ein durchaus interessanter Punkt, der viele von uns auch interessiert. Und ich freue mich darauf, dort mit einer kompetenten Gesprächspartnerin über dieses Thema sprechen zu können und bitte, das auch bekannt zu machen. Und ich denke, wir werden dann auch wieder hier eine lebhafte Diskussion haben. Ja, danke mal für die Ankündigung. Ich denke, der Stefan hat, obwohl er nicht alle Wünsche erfüllen konnte, natürlich einen dicken Applaus verdient. Und ich hoffe, dass diese Veranstaltung auch gute Nachwirkungen zeigt, möglicherweise auch die Frage nochmal aufwirft, warum können wir intern mit den Fraktionen so schlecht umgehen, oder mit den unterschiedlichen Lagern. Da müssen wir, glaube ich, auch neue Ideen entwickeln, damit damit gelebt werden kann und das nicht dauernd als störendes Potenzial empfunden wird, was man niedermachen muss und dabei vergisst, dass es draußen größere Feinde gibt. So. Danke. Vielen Dank nochmal für die Einladung.